Willkommen zu einer besonderen Nacht voller Magie und Mysterien. In diesem Video entführen wir euch in die Welt der irischen Elfenmärchen, speziell kuratiert für Erwachsene, die sich nach Ruhe und Entspannung sehnen. Lasst den Alltagsstress hinter euch und taucht ein in eine Sammlung zauberhafter Geschichten, die nicht nur euer Herz berühren, sondern auch zu einem tieferen, erholsameren Schlaf führen werden. Irische Elfenmärchen. 1. Das weiße Kalb. In Tipperary liegt ein Berg, so seltsam gestaltet wie einer auf der Welt. Seine Spitze besteht aus einer kegelförmigen Kuppe, auf der ein kleines Haus zur Erlustigung in den Sommertagen aufgebaut war, das jetzt auch verödet sein mag. Bevor man aber jenes Haus baute oder einen Acker besäte, war dort ein geräumiger Weideplatz eingehegt, wo ein Hirte Tag und Nacht seine Herde hütete. Grund und Boden gehörten von alters her den Elfen, und die verdroß es, dass der Rasen, auf dem sie sonst behend und luftig umhergesprungen waren, von den schweren Klauen der Ochsen und Kühe zertreten wurde. Das Gebrüll der Herde klang ihren Ohren unerträglich, und die Königin des Volkes entschloss sich endlich selbst, die Ankömmlinge wieder zu vertreiben. Als die Erntnächte kamen, der Mond über den Berg sein Licht ausgoss, das Vieh still und gesättigt auf dem Boden lag und der Hirte, in seinen Mantel eingewickelt, hin und her sinnend sich der Gesellschaft der Sterne erfreute, die über ihm flimmerten, da zeigte sie sich in verschiedenen, aber immer hässlichen und furchtbaren Gestalten vor ihm tanzend. Einmal erschien sie als ein mächtiges Ross mit Adlerflügeln und einem Drachenschweif, laut zischend und Feuer ausatmend. Plötzlich verwandelte sie sich in ein kleines Männchen, lahm an einem Bein, mit einem Ochsenkopf und von einer lodernden Flamme umkreist. Dann war sie ein großer Affe mit Entenfüßen und schlug ein Rad dazu wie ein welscher Hahn. Aber ich könnte tagelang erzählen, wenn ich sagen sollte, was für Gestalten sie noch annahm. Sie brüllte oder wieherte oder blökte oder heulte oder krächzte, wie bisher noch niemand auf der Welt hatte brüllen, wiehern, blöken, heulen oder krächzen hören. Der arme Hirte bedeckte sein Gesicht. Aber was half ihm das? Sie hauchte ihn nur einmal an, und das Stück Mantel, das er mit aller Kraft vor die Augen drückte, war weggeblasen. Nun stand er da, ohne sich zu rühren. Nicht einmal seine Augen konnte er zuschließen. Von unbekannter Macht gefesselt, musste er diese schrecklichen Gesichter anstarren, bis sich sein Haar aufrecht erhob und die Zähne im Munde klapperten. Das Vieh aber riss wütend aus, als wäre es von Bremsen gestochen, und der Spuk dauerte, bis die Sonne über den Hügel schien. Die armen Tiere magerten aus Mangel an Ruhe ganz ab. Auch wollte das Futter bei ihnen nicht anschlagen. Dazu kam ein Unfall auf den anderen. Keine Nacht verging, dass nicht einige Stücke in einen Sumpf fielen, lahm wurden und gar umkamen. Oder sie gerieten in den Fluss und ertranken. Kurz, die Unfälle nahmen kein Ende. Und was die Sache noch schlimmer machte, es war kein Hirte mehr zu finden, der nachts bei dem Vieh bleiben wollte. Eine einzige Erscheinung des Geistes reichte hin, auch dem Unverzagtesten die Besinnung zu rauben. Der Eigentümer des Weideplatzes wusste nicht, was er anfangen sollte. Er bot doppelten, dreifachen, ja vierfachen Sold. Aber kein Geld konnte jemand bewegen, dem Grausen sich auszusetzen, das der Anblick des Geistes erregte. Sie selbst freute sich über den glücklichen Erfolg ihres Unternehmens und ließ mit ihren Quälereien nicht nach, da die Herde immer kleiner wurde und kein Mensch mehr wagte, in dem Bereich der Geister zu verweilen. So kam das stille Volk in großer Anzahl zurück. Jetzt sprangen sie wieder so lustig wie sonst umher, berauschten sich an den Tautropfen der Eicheln und feierten ihre Feste unter den geräumigen Schirmen der Pilze. Der arme, verwirrte Landmann wusste um sein Leben keinen Rat. Sein Vermögen nahm von Tag zu Tag ab. Seine Leute waren in Furcht gejagt, und der Termin, wo er die Pacht bezahlen sollte, rückte herbei. Was Wunder, dass er ganz trübselig aussah und sorgenvoll auf der Landstraße dahinwandelte.
Nun lebte in der Gegend ein Mann namens Lorenz Hulahan. Der blies die Pfeife besser als irgendeiner in 15 Kirchensprengeln. Ein toller Rauschenblatt war Lorenz, aber sich fürchten, das hatte er noch nicht gelernt. Reichte ihm jemand eine gute Herzstärkung, so nahm er es mit dem Teufel selber auf. Er hätte sich einem wütenden Ochsen entgegengestellt und allein gegen einen ganzen Jahrmarkt geschlagen. Diesem Lorenz begegnete der Pächter einmal auf seinen sorgvollen Gängen und auf die Frage, was denn die Ursache seines Kummers sei, erzählte er ihm sein Missgeschick. »Wenn's weiter nichts ist«, rief Lorenz, »so gebt eurem Herzeleid den Abschied. Wären noch mehr Elfen auf dem Berg als Kartoffelblüten in Eliogurti, sie sollten mich nicht in Furcht jagen. Ich müsste ja ein rechter Bärenhäuter sein. Ich, der ich keinen Menschen mit Fleisch und Bein fürchte, wollte ich vor einem solchen Balg von Gespenst nur daumenbreit zurückweichen. Rede nicht zu frech, Lorenz«, erwiderte der andere. »Du weißt nicht, wer's mit anhört. Doch wenn du deine Worte wahr machst und meine Herde eine Woche auf dem Rücken des Bergs hütest, so soll deine Hand in meine Schüssel tauchen, so lange, bis die Sonne zu einem dünnen Lichtchen herabgebrannt ist.« Der Handel ward abgeschlossen, und als der Mond hinter dem Felsen hervorkam, stieg Lorenz auf den Berg. Der Pächter hatte ihm erst vorgestellt, was das Haus vermochte, auch mit einem frischen Trunk sein Herz gestärkt. Lorenz nahm oben seinen Sitz auf einem großen Stein unter einer Höhle, den Rücken gegen den Wind, und holte seine Pfeifen hervor. Er hatte noch nicht lange darauf geblasen, als sich die Stimme der Elfen hören ließ, tönend wie ein leiser Strom von Musik. Nun aber brachen sie in lautes Gelächter aus, und Lorenz konnte deutlich einen sagen hören: »Was, wieder ein Mensch in dem Elfenkreis? Geh hin, Königin, und lass ihn seine Verwegenheit fühlen.« Sie flogen fort, und Lorenz fühlte, wie sie gleich einem Mückenschwarm vorbeizogen. Als er aufblickte, sah er zwischen sich und dem Mond eine große schwarze Katze, die auf den Spitzen ihrer Pfoten stand, einen krummen Buckel machte und miaute, dass es klang wie das Geräusch einer Wassermühle. Dann schwoll sie auf bis zu den Wolken, und auf ihrem linken Hinterbein sich herumdrehend, wirbelte sie so lange, bis sie auf den Boden fiel, von welchem sie in der Gestalt eines Lachses aufsprang, der eine weiße Binde um den Hals hatte und ein paar Stulpstiefel an. »Nur zu, mein Schatz«, sagte Lorenz. »Willst du tanzen, so will ich pfeifen«, und setzte an. So verwandelte sie sich bald in dieses, bald in jenes Ungeheuer, aber Lorenz blies immer zu, ohne sich irre machen zu lassen. Zuletzt verlor sie die Geduld, wie Frauen pflegen, auf deren Schelten man nicht achtet, und verwandelte sich in ein Kälbchen, so weiß wie Milch und mit Augen so sanft wie die meiner Liebsten. Sie kam spielend und schmeichelnd herbei und dachte, ihn in der Güte von seinem Geschäft abzubringen und ihm dann einen Streich zu spielen. Aber Lorenz war nicht zu überlisten, und als sie herankam, setzte er seine Pfeifen ab und sprang auf ihren Rücken. »Wenn du von dem Gipfel des Elfenberges westwärts nach dem Weltmeer schaust, so erblickst du den königlichen Fluss Shannon, wie er, gleich einer See sich ausbreitend, in stolzem Lauf durch die Stadt Limerick fließt, um sich endlich mit dem Ozean zu vermischen. Der Mond schien hell und glänzend über das ferne Gebirg. 50 Boote schwammen hin und her auf dem lieblichen Strom, und der Gesang der Fischer stieg fröhlich von den Ufern in die Höhe. Lorenz saß, wie ich schon erzählt habe, auf dem Rücken des weißen Kalbs, und die Elfin wollte ihren Vorteil nutzen. Von der Spitze des Bergs sprang sie in einem Satz über den Fluss Shannon hinweg, durchflog in einer Sekunde 3 volle Stunden, und sich auf einem entlegenen Damm niederlassend, schlug sie aus und warf den Lorenz auf den weichen Rasen. Aber wie er da lag, sah er ihr gerade in das Gesicht, strich sich über die Haare und rief: »Wahrhaftig gut gemacht. Das war kein schlechter Sprung für ein Kalb.« Sie betrachtete ihn einen Augenblick. Dann nahm sie ihre wahre Gestalt wieder an und sprach: »Lorenz, du bist ein tüchtiger Bursche.
Willst du den Weg auch wieder zurückmachen? Freilich, antwortete er, wenn ihr es zufrieden seid. Sie verwandelte sich wieder. Lorenz setzte sich auf den Rücken des weißen Kalbs und mit einem zweiten Sprunge waren sie auf der Bergspitze zurück. Da sprach die Elfin in ihrer natürlichen Gestalt. Du hast dich so unerschrocken gezeigt, Lorenz, dass, solange du die Herden hier auf diesem Berg hütest, du weder von mir noch einem der meinigen sollst gestört werden. Der Tag dämmert. Geh hinab zu deinem Herrn und sage ihm das. Und wenn du noch sonst einen Wunsch hast, will ich ihn erfüllen. Darauf verschwand sie. Die Elfe hielt Wort. Solange Lorenz lebte, zeigte sie sich nicht auf dem Berg. Aber er ward ihr auch nicht durch Bitten lästig. Er blies seine Pfeifen, trank auf seines Herrn Kosten, ruhte sich hinter dem Ofen aus und sah dann und wann nach der Herde. Er starb endlich und ward in einem grünen Tal der schönen Landschaft Tipperary begraben. Ob das stille Volk nach seinem Tode wieder auf den Berg gezogen ist, kann ich nicht sagen. Zwei, die erzürnten Elfen. Wer nicht beständig in Furcht vor den Geistern lebt, der tut wohl. Gewisslich haben sie dann weniger Gewalt über den Menschen. Wer aber gar keine Rücksicht auf sie nimmt oder gar nicht an sie glaubt, der handelt sehr unklug, sei es Mann, Weib oder Kind. Es heißt mit Recht, an guten Sitten trägt keiner schwer. Oder Artigkeit kostet kein Geld. Und doch gibt es Menschen, die so verstockt sind, dass sie sich einer Artigkeit schämen. Diese sollten sich an Carol O'Daly ein Beispiel nehmen. Das war ein junger Bursche aus Connacht, groß und stark gewachsen und in seiner Heimat gewöhnlich Teufel Daly genannt. Er pflegte von einem Orte zum anderen zu ziehen, ohne dass irgendeine Furcht ihn zurückhielt. Er ging zu jeder Stunde der Nacht über einen verfallenen Kirchhof oder sonst einen Platz, wo die Elfen gerne hausten. Auch trat er aus einer Wohnung in die andere, ohne das Zeichen des Kreuzes zu machen oder Glück auf zu sagen. Es begab sich, dass er einmal in der Grafschaft Limerick umherzog und sich auf dem Weg nach der ehrwürdigen Stadt Kilmallock befand. Gerade am Fuße von Knockfierna erreichte er einen Mann von würdigem Ansehen, der auf einem weißen Pferdchen dahintrabte. Die Nacht war herangekommen, und nachdem sie sich gegenseitig mit Artigkeit gegrüßt hatten, ritten sie eine Zeit lang nebeneinander her, ohne viel Worte zu wechseln. Endlich fragte Carol O'Daly seinen Gefährten, wie weit er noch reite. »Nicht lange mehr euren Weg«, antwortete der Pächter, von dem er das Aussehen hatte. »Ich will bloß auf die Spitze dieses Berges.« »Und was treibt euch in der Nachtzeit dahin?«, fragte O'Daly. »Wenn ihr's doch wissen wollt«, antwortete der Pächter. »Das stille Volk. Die Elfen meint ihr?« rief O'Daly. »Redet leise«, sagte der andere, »oder es könnte euch übel bekommen.« Mit diesen Worten wendete er sein Pferdchen seitwärts nach einem schmalen Pfad, der den Berg hinaufführte, indem er dem Carol gute Nacht und glückliche Reise anwünschte. »Der Gesell«, dachte Carol, »hat nichts Gutes vor in dieser lieben Nacht. Und ich wollte darauf schwören, es treibt ihn zu dieser Stunde etwas ganz anderes auf den Berg als die Elfen oder das stille Volk. Die Elfen«, wiederholte er, »sollte ein vernünftiger Mensch den kleinen Rotkäppchen nachlaufen. Einige behaupten wohl, dass es solche Geschöpfe gibt. Andere leugnen es. So viel weiß ich aber, dass mich kein Dutzend davon erschrecken sollte, ja keine zwei Dutzend, wenn sie nicht größer sind, als ich sagen höre.« Während diese Gedanken ihm durch den Kopf gingen, richtete er seine Augen beständig auf den Berg, hinter welchem der Vollmond in aller Pracht aufstieg. Er bemerkte auf einer Erhöhung gerade vor der Mondscheibe die schwarze Gestalt eines Mannes, der ein Pferd leitete, und zweifelte nicht, dass dies derselbe Mann sei, mit dem er des Weges gekommen war. Der Entschluss, ihm zu folgen, fuhr blitzschnell durch seine Seele. Mut und Neugierde zusammen hatten jede Bedenklichkeit verscheucht. Ein Lied vor sich hin brummend, stieg er ab, band sein Pferd an einen alten Dornstamm und stieg unerschrocken den Berg hinan.
Er folgte dem Pfade in der Richtung, die der Mann mit dem Pferdchen genommen hatte. Dann und wann erblickte er ihn wieder und nahm ihn zu seinem Ziel. Beinahe 3 Stunden lang stieg er mühsam auf dem rauen und manchmal sumpfigen Pfad, bis er endlich zu einem grünen Rasen auf der Spitze des Berges gelangte, wo er das Pferdchen in aller Freiheit und Ruhe grasen sah. O'Daly schaute sich rings nach dem Reiter um. Er war nirgends zu sehen. Bald aber entdeckte er in der Nähe des Pferdchens eine Öffnung in dem Berg, gleich der Mündung eines tiefen Schachts, und erinnerte sich, in seiner Kindheit manche Erzählung von der schwarzen Höhle des Berges Knockfirna gehört zu haben. Sie sei der Eingang zu der Wohnung, welche das stille Volk mitten im Berge innehabe. Und einmal sei ein Mann namens Aherren, Landmesser in diesem Teil der Grafschaft, welcher mit einer Schnur versucht habe, die Tiefe der Höhlung zu ergründen, an eben dieser Schnur hinabgezogen worden, ohne dass man je wieder etwas von ihm gehört habe. Und manches andere dieser Art. Das sind alte Weibergeschichten, dachte O'Daly. Und da ich den weiten Weg gemacht habe, so will ich an die Haustüre klopfen und sehen, ob die Geister daheim sind. Und ohne sich weiter zu bedenken, fasste er einen gewaltigen Stein, so dick, ja so dick, als seine beiden Hände, und schleuderte ihn mit aller Kraft in die Öffnung. Er hörte, wie er hinabsprang und von einem Felsen zum anderen mit gewaltigem Getöse abprallte. Er bog sein Gesicht vor, um zu vernehmen, ob der Stein auf dem Grund niederfiele. Aber derselbe Stein, den er hinabgeworfen hatte, kam mit nicht geringerer Gewalt, als er hinuntergesprungen war, wieder zurück und gab ihm einen solchen Schlag ins Gesicht, dass er, über Hals und Kopf, von einer Klippe zur anderen taumelnd, den Berg hinabrollte, viel schneller, als er hinaufgestiegen war. Am folgenden Morgen fand man Carol O'Daly neben seinem Pferde liegend. Seine Haut war geschunden und zerrissen, die Augen geschlossen, und die eingedrückte Nase entstellte ihn auf sein Lebtag. 3 Fingerhütchen. Es war einmal ein armer Mann, der lebte in dem fruchtbaren Tale von Achalov an dem Fuße des finstern Galti-Berges. Er hatte einen großen Höcker auf dem Rücken und es sah gerade aus, als wäre sein Leib heraufgeschoben und auf seine Schultern gelegt worden. Von der Wucht war ihm der Kopf so tief herabgedrückt, dass, wenn er saß, sein Kinn sich auf seine Knie zu stützen pflegte. Die Leute in der Gegend hatten Scheu, ihm an einem einsamen Orte zu begegnen. Und doch war das arme Männchen so harmlos und friedliebend wie ein neugeborenes Kind. Aber seine Ungestaltheit war so groß, dass er kaum wie ein menschliches Geschöpf aussah, und boshafte Leute hatten seltsame Geschichten von ihm verbreitet. Man erzählte sich, er besitze große Kenntnis der Kräuter und Zaubermittel, aber gewiss ist, dass er eine geschickte Hand hatte, Hüte und Körbe aus Stroh und Binsen zu flechten, auf welche Weise er sich auch sein Brot erwarb. Fingerhütchen war sein Spottname, weil er allzeit auf seinem kleinen Hut einen Zweig von dem roten Fingerhut oder dem Elfenkäppchen trug. Für seine geflochtenen Arbeiten erhielt er einen Groschen mehr als andere, und aus Neid darüber mögen einige wohl die wunderlichen Geschichten von ihm in Umlauf gebracht haben. Damit verhalte es sich nun, wie es wolle. Genug es trug sich zu, dass Fingerhütchen eines Abends von der Stadt Kahir nach Kappach ging. Und da er wegen des lästigen Höckers auf dem Rücken nur langsam fort konnte, so war es schon dunkel, als er an das alte Hünengrab von Knockgraftern kam, welches rechter Hand an dem Wege liegt. Müde und abgemattet, niedergeschlagen durch die Betrachtung, dass noch ein gutes Stück Weg vor ihm liege und er die ganze Nacht hindurch wandern müsse, setzte er sich unter den Grabhügel, um ein wenig auszuruhen, und sah ganz betrübt den Mond an, der eben silberrein aufstieg. Auf einmal drang eine fremdartige, unterirdische Musik zu den Ohren des armen Fingerhütchens. Er lauschte, und ihm deuchte, als habe er noch nie so etwas Entzückendes gehört.
Es war wie der Klang vieler Stimmen, deren jede zu der anderen sich fügte und wunderbar einmischte, so dass es nur eine einzige zu sein schien, während doch jede einen besonderen Ton hielt. Die Worte des Gesangs waren diese: Daluan, Damort, Daluan, Damort, Daluan, Damort. Danach kam eine kleine Pause, worauf die Musik von vorne wieder anfing. Fingerhütchen horchte aufmerksam und getraute kaum, Atem zu schöpfen, damit ihm nicht der geringste Ton verloren ginge. Er merkte nun deutlich, dass der Gesang mitten aus dem Grabhügel kam, und obgleich anfangs auf das Höchste davon erfreut, ward er es doch endlich müde, denselben Rundgesang in einem Fort ohne Abwechslung anzuhören. Als abermals Daluan, der Mord, dreimal gesungen war, benutzte er die kleine Pause, nahm die Melodie auf und führte sie weiter mit den Worten: August da Kadin. Dann fiel er mit den Stimmen in dem Hügel ein, sang Daluan, der Mord, endigte aber bei der Pause mit seinen August da Kadin. Die Kleinen in dem Hügel, als sie den Zusatz zu ihrem Geistergesang vernahmen, ergötzten sich außerordentlich daran und beschlossen sogleich, das Menschenkind hinunterzuholen, dessen musikalische Geschicklichkeit die ihrige so weit übertraf, und Fingerhütchen ward mit der kreisenden Schnelligkeit des Wirbelwindes zu ihnen getragen. Das war eine Pracht, die ihm in die Augen leuchtete, als er in den Hügel hinabkam, rundumher schwebend, leicht wie ein Strohhelmchen, und die lieblichste Musik hielt ordentlich Takt bei seiner Fahrt. Die größte Ehre wurde ihm aber erzeigt, als sie ihn über alle die Spielleute setzten. Er hatte Diener, die ihm aufwarten mussten. Alles, was sein Herz begehrte, wurde erfüllt, und er sah, wie gerne ihn die Kleinen hatten. Kurz, er wurde nicht anders behandelt, als wenn er der erste Mann im Lande gewesen wäre. Darauf bemerkte Fingerhütchen, dass sie die Köpfe zusammensteckten und miteinander ratschlagten, und so sehr ihm auch ihre Artigkeit gefiel, so fing er doch an, sich zu fürchten. Da trat einer der Kleinen zu ihm hervor und sagte: Fingerhut, Fingerhut, fass dir frischen Mut. Lustig und munter, dein Höcker fällt herunter. Siehst ihn liegen, dir geht's gut. Fingerhut, Fingerhut. Kaum waren die Worte zu Ende, so fühlte sich das Fingerhütchen so leicht, so selig, dass es wohl in einem Satz über den Mond weggesprungen wäre. Wie die Kuh in dem Märchen von der Katze und der Geige. Er sah mit der größten Freude von der Welt den Höcker von seinen Schultern herab auf den Boden rollen. Er versuchte darauf, ob er seinen Kopf in die Höhe heben könnte, tat es aber mit Vorsicht und Verstand, aus Furcht, er möchte ihn an dem Tafelwerk der großen Halle einstoßen. Dann aber schaute er ringsherum mit der größten Bewunderung und ergötzte sich an all den Dingen, die ihm immer schöner vorkamen. Zuletzt ward er so überwältigt von der Betrachtung des glänzenden Aufenthalts, dass ihm der Kopf schwindelte, die Augen geblendet wurden und er in einen tiefen Schlaf verfiel. Bei seinem Erwachen war es voller Tag geworden. Die Sonne schien hell, die Vögel sangen und er lag gerade an dem Fuße des Riesenhügels, während Kühe und Schafe friedlich um ihn her weideten. Nachdem Fingerhütchen sein Gebet gesagt hatte, war sein erstes Geschäft, mit der Hand nach seinem Höcker zu greifen. Aber es war auf dem Rücken keine Spur davon zu finden, und er betrachtete sich nicht ohne Stolz, denn aus ihm war ein wohlgebildeter, behender Bursche geworden. Und, was keine Kleinigkeit schien, er sah sich von Kopf bis zu Füßen in neuen Kleidern und merkte wohl, dass die Geister ihm diesen Anzug besorgt hatten. Nun machte er sich auf den Weg nach Kappach. Er ging so tapfer daher und sprang bei jedem Schritte, als wenn er es sein Lebtag nicht anders gewohnt gewesen wäre. Niemand, der ihm begegnete, erkannte Fingerhütchen ohne den Höcker, und er hatte große Mühe, die Leute zu überreden, dass er es wirklich wäre. Und in der Tat, seinem Aussehen nach war er es auch nicht mehr. Wie es aber zu gehen pflegt, die Geschichte von Fingerhütchens Höcker wurde überall bekannt und viel Wesens davon gemacht.
Meilenweit in der Gegend redete jedermann, vornehm oder gering, von nichts als von dieser Begebenheit. Eines Morgens saß Fingerhütchen an seiner Haustüre und war guter Dinge. Da trat eine alte Frau zu ihm und sagte, »Zeigt mir doch den Weg nach Kapar.« »Ist nicht nötig, liebe Frau«, antwortete er, »denn das ist hier Kapar. Aber wo kommt ihr her?« »Ich komme aus der Gegend von Desi in der Grafschaft Waterford und suche einen Mann, der Fingerhütchen genannt wird und dem die Elfen sollen einen Höcker von der Schulter genommen haben. Da ist der Sohn meiner Gevatterin. Der hat einen Höcker auf sich sitzen, der ihn noch totdrücken wird. Vielleicht würde er davon erlöst, wenn er wie Fingerhütchen ein Zaubermittel anwenden könnte. Nun stellt ihr euch leicht vor, warum ich so weit hergekommen bin. Ich möchte, wenn's möglich wäre, etwas von dem Zaubermittel erfahren.« Fingerhütchen, das immer gutmütig gewesen war, erzählte der alten Frau den Hergang ganz umständlich, wie es den Gesang der Elfen in dem Grabhügel fortgeführt, wie sie den Höcker von seinen Schultern weggenommen und wie sie ihm einen neuen Anzug von Kopf bis zu Füßen noch obendrein gegeben hätten. Die alte Frau dankte tausendmal und machte sich wieder auf den Heimweg, zufriedengestellt und ganz glücklich in ihren Gedanken. Als sie bei ihrer Gevatterin in der Grafschaft Waterford angelangt war, erzählte sie genau, was sie von Fingerhütchen erfahren hatte. Danach setzte sie den kleinen, buckligen Kerl, der sein Leben lang ein heimtückisches, hämisches Herz gehabt hatte, auf einen Wagen und zog ihn fort. Es war ein langer Weg. Aber was tut das? Dachte sie, wenn er nur den Höcker los wird. Eben als die Nacht einbrach, langte sie bei dem Riesenhügel an und legte ihn dabei nieder. Hans Madden, denn das war der Name des Buckligen, hatte noch gar nicht lange gesessen. So hub schon die Musik in dem Hügel an, noch viel lieblicher als je, denn die Elfen sangen ihr Lied mit dem Zusatz, den sie von Fingerhütchen gelernt hatten. Da Luan, da Mord, da Luan, da Mord, da Luan, da Mord, Augusta Cadine, ohne Unterbrechung. Hans, der nur geschwind seinen Höcker los sein wollte, wartete nicht, bis die Elfen mit ihrem Gesang fertig waren. Noch achtete er auf einen schicklichen Augenblick, um die Melodie weiter als Fingerhütchen fortzuführen, sondern als sie ihr Lied mehr als siebenmal in einem fortgesungen hatten, so schrie er ohne Rücksicht auf Takt und Weise der Melodie und wie er seine Worte passend anbringen könnte, aus vollem Halse. August da Dadine, August dahinna, und dachte, war ein Zusatz gut, so sind zwei noch besser, und hat Fingerhütchen einen neuen Anzug erhalten, so werden sie mir wohl zwei geben. Kaum waren aber die Worte über seine Lippen gekommen, so ward er aufgehoben und mit wunderbarer Gewalt in den Hügel hineingetragen. Hier umringten ihn die Elfen, waren sehr böse, und schreiend und kreischend riefen sie, »Wer hat unseren Gesang geschändet? Wer hat unseren Gesang geschändet?« Einer trat hervor und sprach zu ihm, »Hans Madden, Hans Madden, deine Worte schlecht klangen, so lieblich wir sangen, hier bist du gelangen, was wirst du erlangen? Zwei Höcker für einen, Hans Madden, und 20 von den stärksten Elfen schleppten Fingerhütchens Höcker herbei und setzten ihn oben auf den Buckel des unglückseligen Hans Madden. Und da saß er so fest, als wenn er mit 12 Pfennigs Nägeln von dem besten Zimmermann, der je Nägel eingeschlagen hat, aufgenagelt wäre. Danach stießen sie ihn mit den Füßen aus ihrer Wohnung. Und am Morgen, als Hans Maddens Mutter und ihre Gevatterin kamen, nach dem kleinen Kerl zu sehen, so fanden sie ihn an dem Fuß des Hügels liegen, halbtot mit einem zweiten Höcker auf seinem Rücken. Sie betrachteten ihn eine nach der anderen, aber es blieb dabei. Am Ende ward ihnen Angst. Es könnte ihnen auch ein Höcker auf den Rücken gesetzt werden. Sie brachten den armseligen Hans wieder heim, so betrübt im Herzen und so jämmerlich anzusehen, als noch je ein paar alte Weiber. Hans, durch das Gewicht des zweiten Höckers und die lange Fahrt erschöpft, starb bald hernach
indem er jedem eine schwere Verwünschung hinterließ, der auf den Gesang der Elfen horchen wollte. 4. Die Mahlzeit des Geistlichen. Leute, die sich auf solche Dinge verstehen, sagen, das stille Volk sei ein Teil jener aus dem Himmel verstoßenen Engel, die nun auf Erden festen Fuß gefasst haben, während ein anderer Teil, größerer Sünden wegen, an einen viel schlimmen Ort noch tiefer gesunken sei. Da mag dahingestellt bleiben. Gegen Ende Septembers war einmal eine muntere Gesellschaft von Elfen versammelt, welche im Glanze des Mondlichtes herumtanzten und ihre wunderlichen Streiche und Sprünge machten. Der Platz lag nicht weit von Inchigila in dem westlichen Teile der Grafschaft Cork, einem armen Dörfchen, von welchem große Berge und dürre Felsen, die es umschließen, allen Wohlstand abhalten. Doch was kümmern sich Elfen, die alles, wonach sie Verlangen tragen, herbeiwünschen können, um die Armut einer Gegend? Sie sorgen nur für einen heimlichen, unbesuchten Platz, wo sich nicht leicht jemand hin verirrt und sie in ihrer Lust stört. Auf einem weichen grünen Rasen, nahe bei des Flusses Rand, tanzten die kleinen Gesellen im Kreis, fröhlicher als je. Ihre roten Käppchen wackelten bei jedem Sprung in dem Mondschein. Und doch waren diese tollen Sprünge so leicht, dass die Tautropfen unter ihren Füßen zwar zitterten, aber nicht auseinanderrollten. So trieben sie ihr wildes Spiel, zogen Kreise umher, wirbelten und zappelten durch die Luft, und auf- und niedertauchend erschöpften sie ihre Künste, bis endlich einer von ihnen zirpte. Geschwind, geschwind, hört auf zu sausen, lasst euer tolles wildes Brausen. Ich wittre einen, der kommt heran, ich wittre einen geistlichen Mann. Alsbald fuhren sie auseinander, so geschwind als möglich, und steckten sich unter die grünen Blätter des Fingerhuts, denn wo ihre roten Käppchen hervorguckten, da schienen sie nur die dunkelroten Blütenglocken der Pflanze zu sein. Andere verbargen sich in dem Schatten von Steinen und Brombeergesträuch, wieder andere unter das Ufer des Flusses oder sonst in einer Höhle oder Spalte. Der Elfe hatte sich bei Ei seiner Warnung nicht geirrt, denn auf dem Weg, den man von dem Fluss aus sehen konnte, kam Vater Horrigan auf seinem Klepper dahergeritten, und indem er bedachte, dass es schon so spät wäre, entschloss er sich seiner Reise bei der ersten Hütte, zu der er gelangte, ein Ende zu machen. Er hielt demnach bei dem Hause des Dermot Leary, drückte auf die Klinke und mit den Worten »Gesegnet sei alt und jung« trat er ein. Ich brauche nicht zu sagen, dass Vater Horrigan überall, wo er eintrat, ein willkommener Gast war, denn in der ganzen Grafschaft war niemand frömmer und mehr geliebt. Nur ein Umstand bekümmerte Dermot. Er hatte dem ehrwürdigen Herrn zu einer Abendmahlzeit nichts anzubieten als ein Gericht Kartoffel, welche die alte Mutter, so nannte Dermot seine Frau, obgleich sie nicht viel über 20 war, in einem Topf zum Feuer gebracht hatte. Ihm fiel ein, dass er sein Netz in den Fluss gestellt hatte. Aber da es erst vor kurzem geschehen war, so war wenig Hoffnung vorhanden, einen Fisch darin zu finden. Was tut's? Dachte Dermot. Es kann nichts schaden, wenn ich mich aufmache und nachsehe. Wer weiß, vielleicht fängt sich ein Fisch zu dem Abendessen des Herrn, ehe ich dorthin komme. Dermot ging also hinaus nach dem Flusse und fand in dem Netz einen Lachs, so schön, als je einer im Wasser geschnalzt hat. Doch als er sich näherte, um ihn herauszunehmen, ward ihm, er wusste nicht wie und von wem, das Netz aus der Hand gerissen und der Fisch weggenommen, der dahin schwamm, so vergnügt, als wenn gar nichts vorgefallen wäre. Dermot sah betrübt die Furche an, die der Fisch im Wasser gezogen hatte und die wie ein Silberfaden im Mondlicht glänzte. Dann mit einer ärgerlichen Bewegung seiner rechten Hand und mit dem Fuß auf den Boden stampfend, brummte er zornig: »Ei, so möge das böse Geschick euch treffen Tag und Nacht, wo ihr den Fuß nur hinsetzt, um so ein armseliges Ding von einem Fisch. Ihr müsst euch vor euch selber schämen, wenn ihr noch wisst, was Scham heißt, mich auf diese Art hinters Licht zu führen. Euch hat ein anderer geholfen. Fühlte ich nicht,
das mir mit solcher Gewalt das Netz entrissen würde, als hätte es der Teufel selbst in den Klauen. »Das ist nicht wahr«, rief einer von den Elfen, der B.I. der Annäherung des Geistlichen entflohen war und jetzt zu Dermot Leary herauskam, indem ein ganzer Haufen seiner Gesellen ihm auf der Ferse folgte. Es waren bloß 1,5 Dutzend der Unsrigen, die es dir wegrissen. Dermot starrte voll Verwunderung auf das winzige Geschöpf, das in seiner Rede fortfuhr. »Sorge nicht um die Abendmahlzeit für den geistlichen Herrn, denn wenn du zurückgehen willst und ihm eine Frage von uns vorlegen, so soll er ein Essen haben, so gut, als je eins auf eine Tafel ist aufgetragen worden, und das in weniger als gar keiner Zeit. Ich will mit euch nichts zu schaffen haben«, antwortete Dermot rasch und ohne sich einen Augenblick zu besinnen. Nach einer Pause fügte er hinzu, »Ich sage euch Dank für euer Anerbieten, Herr, aber ich habe keine Lust, für eine Mahlzeit mich an euch oder euresgleichen zu verkaufen. Und außerdem weiß ich, Vater Horrigan trägt zu viel Sorge für meine Seele, als dass er wünschen sollte, sie auf immer wegen irgendeiner Sache, die ihr ihm vorsetzen könnt, zu verpfänden. Darum lasst's gut sein.« Der Kleine aber, ohne sich durch Dermots Äußerungen abhalten zu lassen, hub wieder an. »Willst du dem Geistlichen unsertwegen eine bescheidene Frage vorlegen?« Dermot besann sich eine Zeit lang und tat recht daran. Doch da er überlegte, dass eine solche bescheidene Frage ihm nicht zum Nachteil gereichen könnte, so antwortete er, »Ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht tun sollte, aber mit eurer Mahlzeit will ich mein Lebtag nichts zu schaffen haben.« »Wohlan«, sagte das kleine Geschöpf, während die übrigen von allen Seiten sich herzudrängten, »geh und frage den Vater Horrigan, ob unsere Seelen am jüngsten Tage begnadigt werden, gleich den Seelen guter Christen. Und wenn du es gut mir uns meinst, so bringe uns alsbald seinen Ausspruch zurück.« Dermot ging wieder nach seiner Hütte, wo er die Kartoffeln schon auf den Tisch ausgeschüttet sah. Seine Frau reichte dem Vater Horrigan die größte dar, einen schönen, lachend roten Erdapfel, rauchend wie ein Ross, das in kalter Nacht stark getrabt hat. »Ehrwürdiger Herr«, sagte Dermot nach einigem Zaudern, »erlaubt ihr mir wohl eine Frage?« »Was begehrst du zu wissen?« antwortete Vater Horrigan. »Verzeiht mir meine Freiheit. Ich möchte wissen, ob die Seelen des stillen Volkes am jüngsten Tage werden begnadigt werden. Wer hieß dich das fragen?« sagte der Priester und richtete seine Augen so fest auf Dermot, dass dieser davor nicht bestehen konnte. »Ich will's euch offenherzig bekennen«, antwortete Dermot, »wie ich mein Leben lang getan habe. Das stille Volk selbst hat mich geschickt, euch die Frage vorzulegen. Sie sind zu Tausenden drunten an dem Rand des Flusses und warten auf die Antwort, die ich ihnen bringen soll. Geh sogleich wieder hin«, sprach der Geistliche, »und sage ihnen, wenn sie es zu wissen wünschten, so möchten sie selbst zu mir herkommen. Ich wollte ihnen auf jede Frage, die sie mir vorzulegen Lust hätten, herzlich gerne Antwort geben.« Dermot ging also wieder zu den Elfen zurück, die gleich um ihn herumschwärmten und wissen wollten, was der Geistliche erwidert hätte. Er trat ohne Furcht mitten unter sie und teilte ihnen die Antwort mit. Als sie aber hörten, dass sie zu dem Geistlichen selbst gehen sollten, flogen sie fort. Einige hierhin, andere dorthin, und rauschten an dem armen Dermot so hart und in so großer Menge vorbei, dass er ganz verwirrt wurde. Als er nach einiger Zeit wieder zu sich selbst kam, ging er nach seiner Hütte zurück und aß seine trockenen Kartoffeln mit dem Vater Horrigan, der wenig aus dem Vorfall machte. Aber Dermot konnte es nicht vergessen, dass der ehrwürdige Herr, dessen Worte Kraft genug hatten, die Elfen in alle Welt zu jagen, nicht ein erträgliches Gericht bei seiner Abendmahlzeit haben sollte und der gute Lachs auf eine so ärgerliche Art ihm aus dem Netz genommen war. 5. Der kleine Sackpfeifer. Vor noch nicht lange lebte an den Grenzen der Grafschaft Tipperary ein rechtschaffenes Ehepaar, Michael Flanagan und Judy Maldon, denn dort herrscht die Sitte,
dass die Frau den Namen ihrer Familie fortführt. Diese armen Leute hatten 4 Kinder, alle Knaben. 3 davon waren so schöne, wohlgewachsene, gesunde, frisch aussehende Kinder, als die Sonne je beschienen hat. Und es war genug, einen Irländer auf das Geschlecht seiner Heimat stolz zu machen, dass er an einem hellen Sommertag zur Mittagszeit diese 4 Knaben erblickte, wie sie vor der Haustüre ihres Vaters standen, mit dem prächtigen Flachshaar, das gelockt von dem Kopf herabhing, und eine dicke, lachende Kartoffel einem jeden in der Hand dampfte. Stolz war Michael auf diese schönen Kinder, und Judy war auch stolz darauf, und beide hatten recht genug dazu. Aber ganz anders verhielt es sich mit dem noch übrigen, welcher der dritte von oben war. Das war der erbärmlichste, hässlichste und missgeschaffenste Wicht, dem Gott noch je Leben verliehen hatte. So ungestalt, dass er nicht fähig war, allein zu stehen oder seine Wiege zu verlassen. Er hatte langes, struppigtes, verfitztes, rabenschwarzes Haar, eine grün-gelbe Gesichtsfarbe, Augen wie feurige Kohlen, die immer hin und her blickten und in beständiger Bewegung waren. Ehe er 12 Monate alt war, stand ihm der Mund schon voll großer Zähne. Seine Hände glichen Katzenkrallen. Seine Beine waren nicht dicker als ein Peitschenstiel und nicht gerader als eine Sichel. Und was die Sache noch schlimmer machte, er hatte den Magen von einem Vielfraß und sein Mund hörte nicht auf zu bellen, zu kreischen und zu heulen. Die Nachbarn schöpften Argwohn. Es möchte nicht ganz richtig mit ihm sein. Besonders als sie beobachteten, wie er sich betrug, sobald von Gott oder anderen frommen Dingen die Rede war. Wenn dies, nach der Sitte des Landes, abends beim Feuer geschah, in dessen Nähe die Mutter gewöhnlich seine Wiege gestellt hatte, damit der Balg recht warm liege, so pflegte er mitten in diesem Gespräch sich aufzusetzen und zu heulen nicht anders, als ob der Teufel selbst in ihm steckte. Sie ratschlagten deshalb einmal gemeinschaftlich, was mit ihm anzufangen wäre. Einige meinten, man sollte ihn auf eine Schaufel setzen, aber das litt Judys Stolz nicht. Das wäre schön, dachte sie, mein leibliches Kind auf eine Schaufel legen und hinaus auf den Mist werfen wie eine tote Katze oder eine vergiftete Ratte. Nein, davon will ich nichts hören. Ein altes Weib, von dem bekannt war, dass es sich auf das Hexenwesen wohl verstand, sprach: Ich will euch einen sichern Rat geben. Legt die Zange ins Feuer, bis sie glutrot ist, und packt seine Nase damit. Dann ist er gezwungen zu sagen, wer er ist und woher er kommt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Denn sie glaubten alle, der Balg sei von dem stillen Volke vertauscht worden. Aber Judy hatte ein zu gutes Herz und liebte das Teufelchen zu sehr, als dass sie hätte dazu einwilligen können, obgleich ein jeder sagte, dass sie nicht recht handelte. Nachdem der eine dies, der andere jenes vorgeschlagen hatte, sagte zuletzt eines, man sollte nach dem Geistlichen, einem frommen und gelehrten Mann, senden, dass er das Kind besähe. Dagegen hatte zwar Judy nichts einzuwenden, aber immer, wenn sie in Begriff war, es zu tun, kam etwas dazwischen. Und das Ende war, dass der Geistliche das Kind niemals sah. Eine Zeit lang blieb es daher in dem alten Gleise. Der Balg, kreischend und heulend, aß mehr als seine 3 Brüder zusammen. Streiche aller Art führte er aus, und die boshaftesten waren ihm die liebsten. Endlich trug es sich zu, dass ein im Lande umziehender, blinder Sackpfeifer, Tim Timotheus, Carol genannt, hereingerufen wurde und sich zu der Hausfrau beim Feuer niedersetzte, ein wenig zu schwätzen. Nach einiger Zeit holte Tim, der mit seiner Musik nicht gerade zurückhaltend war, die Pfeifen hervor und begann gewaltig zu lärmen. In demselben Augenblick richtete sich das kleine Ding, das bisher in seiner Wiege mäuschenstill gelegen hatte, in die Höhe, grinste und verdrehte sein garstiges Gesicht, focht mit seinen langen, braungelben Armen in der Luft umher, streckte seine krummen Beine heraus, kurz, gab alle Zeichen der größten Freude über die Musik von sich. Es hatte auch nicht eher Ruhe, als bis es die Pfeifen in seine eigenen Hände bekam
Und um ihm den Spaß zu machen, sagte die Mutter zu Tim, gib sie ihm auf einen Augenblick. Tim, der die Kinder gern hatte, war sogleich bereit dazu. Weil er aber des Gesichts beraubt war, so nahm Judy selbst das Instrument, brachte es dem Kind zu der Wiege und wollte es ihm vorhalten. Aber das war nicht nötig. Der Kleine schien sich schon vollkommen darauf zu verstehen. Er setzte die Pfeifen an, nahm Balg und Säcke unter die Arme und handhabte beides, als wäre er schon 20 Jahre dabei gewesen, und blies ein wohlbekanntes Lied, das es eine Art hatte. Jedermann war im größten Erstaunen, und die arme Mutter bekreuzigte sich. Aber Tim, der seiner Blindheit wegen nicht recht wusste, wer bliese, geriet außer sich vor Freude. Und als er vernahm, dass der kleine Duckmäuser noch nicht 5 Jahre alt war und sein Lebtag keine Pfeifen gesehen hatte, wünschte er der Mutter Glück zu ihrem Sohn. Könnt ihr euch von ihm trennen, so will ich ihn aus euren Händen zu mir nehmen. Das ist ein geborener Pfeifer, ein Musikus von Natur, noch ein bisschen guter Unterricht bei mir. So gibt's seinesgleichen in der ganzen Grafschaft nicht mehr. Die arme Frau, in der größten Freude über alles, was sie da hörte, besonders was Tim von natürlichen Gaben sagte, beschwichtigte einige Besorgnisse, die sich in ihren Gedanken erhoben. So ist doch nicht wahr, dachte sie, was die Nachbarn zu verstehen gaben. Und es freut mich, dass mein liebes Kind einmal nicht nötig hat, herumzuziehen und zu betteln, sondern ehrlich sein Brot verdienen kann. Als abends Michael von der Arbeit heimkam, erzählte sie ihm alles, was sich zugetragen und Tim Carroll gesagt hatte. Michael war natürlicherweise sehr erfreut über das, was er zu hören bekam, denn der hilflose Zustand des armen Geschöpfs war ihm ein großer Kummer. Den folgenden Tag trieb er ein Schweinchen auf den Markt und mit dem Erlös ging er nach Clommel und bestellte funkelneue Pfeifen von passender Größe für das Kind. Nach 14 Tagen kamen sie an. In demselben Augenblick richtete auch das kleine Ungeheuer seine Blicke darauf, schrie vor Vergnügen, zappelte mit seinen erbärmlichen Gliedmaßen, tobte in der Wiege und wackelte auf eine lächerliche Art herum, bis sie ihm, damit er nur ruhig wurde, die Pfeifen gaben. Alsbald setzte er sie an und spielte ein Lied zur Verwunderung aller, die es anhörten. Der Ruf von seiner Geschicklichkeit verbreitete sich nah und fern, denn in den 6 nächsten Grafschaften war niemand imstande, ihm es nachzutun, wenn er die alten beliebten Lieder und Reigen wie der Haas im Korn oder der Fuchsjäger oder jene artigen irischen Tänze aufspielte, bei welchen jedermann tanzen muss, er mag wollen oder nicht. Man erstaunte, wenn er die Fuchsjagd vorschnarrte. Es war nicht anders, als hörte man die Rüden anschlagen, die Hetzhunde hinterdrein bellen, die Jäger und die Peitscher loben oder strafen. Kurz, es war fast ebenso gut, als sähe man die Jagd selbst. Dabei kargte er gar nicht mit seiner Musik, und die Burschen und Mädchen pflegten oft in seines Vaters Hütte zu tanzen. Wenn er Musik macht, sagten sie, ist's, als ob wir Quecksilber in die Füße bekämen. Und bei keinem anderen lässt es sich so leicht und lustig tanzen. Außer dieser artigen irischen Musik hatte er noch eine ganz wunderliche, ihm allein eigene Weise, die seltsamste, die man je mit Ohren gehört hat. In dem Augenblick, wo er sie zu spielen begann, schien jedes Ding im Haus Lust zum Tanz zu bekommen. Teller und Schüsseln klapperten auf dem Küchentisch. Töpfe und Henkel raschelten an dem Herd. Und wer auf dem Stuhl saß, wurde von derselben Neigung getrieben, welche der Stuhl unter ihm empfand. Wie sich das nun auch mit den Stühlen verhalten mochte, so viel ist gewiss. Niemand konnte sich lange auf dem Sitz behaupten, denn beides, alt und jung, fiel in tollen Sprüngen zur Erde nieder. Die Mädchen klagten, dass wie er nur diese Weise anfange, sie zum Tanz getrieben würden und ohne ihre Füße länger in der Gewalt zu haben, auf den Boden niederfielen, als tanzten sie auf glattem Eis und jeden Augenblick in Gefahr wären, auf ihrem Rücken oder ihrem Angesicht herumzuzappeln. Und die jungen Burschen,
die ihre Geschicklichkeit zeigen wollten. Ihre neuen Tanzschuhe, ihre glänzenden roten, grünen oder gelben Strumpfbänder, schwuren, dass sie nicht imstande wären, ihre kunstreichen Tänze und Wendungen herauszubringen, sondern sich alsbald ganz betäubt und verwirrt fühlten. Alt und jung stießen und prallten aneinander, dass es zum Erbarmen war. Und wenn dann alles auf der Flur durcheinanderwirbelte, so grinste der unselige Wechselbalg, kicherte und ächzte gerade wie ein Affe, wenn er ein Schelmenstück ausgeführt hat. Je älter, je schlimmer ward er. Und als er erst 6 Jahre alt war, war das ganze Haus in der Flucht vor ihm. Er stellte es immer an, dass seine Brüder sich am Feuer verbrannten oder mit siedendem Wasser begossen oder ihre Beine über Töpfen und Stühlen zerbrachen. Im Herbst, wenn er allein daheim gelassen wurde und seine Mutter kam nach Haus, so fand sie die Katze auf dem Rücken des Hundes sitzen, mit dem Gesicht nach dem Schwanz, und die Beine waren ihr fest angebunden. Dazu blies das Alraunchen seine tolle Weise, so dass der Hund heulend umhersprang und Miezekätzchen um sein liebes Leben miaute und sein Schwänzchen auf- und niederschlug und berührte es damit des Hundes Schnauze, so schnappte dieser danach und biss hinein, und das war dem Balg eine Herzenslust. Ein andermal, als Michael bei der Arbeit war, trug es sich zu, dass ein ehrbarer Mann eintrat. Judy wischte einen Stuhl mit ihrer Schürze ab und sagte, »Setzt euch nieder und ruht euch von eurem Wege aus.« Der Mann setzte sich mit dem Rücken gegen die Wiege. Hinter ihm stand eine Pfanne mit Blut, da Judy Würste machen wollte. Das kleine Scheusal lag still in seinem Nest und wartete die Gelegenheit ab, bis es einen an dem Ende einer Schnur befestigten Haken behend und geschickt in die Zöpfe der zart gekräuselten Perücke, welche der Mann trug, werfen konnte. Und dann zog es sie daran herab, in die Pfanne mit Glut. Ein andermal hatte seine Mutter die Kuh gemolken und kam mit dem Eimer Milch auf dem Kopf. So wie er sie sah, hob er seine teuflische Musik an, und in demselben Augenblick ließ die arme Frau den Eimer los, klatschte die Hände zusammen, fing an zu tanzen und goss die ganze Milch ihrem Mann auf den Kopf, der eben Torf herbeibrachte, das Essen daran zu kochen. Es würde kein Ende nehmen, wenn man alle seine boshaften Streiche erzählen wollte. Bald darauf ereignete sich an dem Vieh des Pächters ein Unfall nach dem anderen. Das Pferd bekam den Schwindel. Ein hübsches Kälbchen konnte sich nicht mehr auf den Beinen erhalten. Die Kuh ward bösartig und trat den Milcheimer um, und die Decke von einem Ende der Scheune fiel herab. Der Pächter setzte sich in den Kopf, dass das unglückliche Kind des Michael schuld an allem diesem Unheil wäre. Eines Tages rief er Michael zu sich und sprach, »Ihr seht selbst, es geht nicht so zu, wie es sollte. Und um es gerade heraus zu sagen, ich glaube, euer Kind ist die Ursache davon. Ich komme immer weiter herunter und lege mich keinen Abend in mein Bett, ohne zu denken, was wird dir nun morgen wieder begegnen. Es wäre mir daher lieb, wenn ihr euch nach einer anderen Arbeit umschauen wolltet. Ihr seid ein Mann, so brav als einer im Land, und ihr braucht um Arbeit nicht verlegen zu sein.« Michael antwortete, er sei selbst voll Kummer über die Unglücksfälle. Er habe sich auch schon Gedanken über das Kind gemacht, das doch einmal sein Kind sei und für das er also auch Sorge tragen müsse. Er versprach auch, sich alsbald nach einer anderen Stelle umzusehen. Demnach machte Michael den nächsten Sonntag in der Kirche bekannt, dass er willens sei, die Arbeit des Johann Riordans aufzugeben. Und sogleich kam ein Pächter, der in einer Entfernung von einigen Meilen wohnte und gerade einen Ackermann suchte, zu Michael und bot ihm Haus und Garten an und Arbeit für das ganze Jahr. Michael, der wusste, dass dies eine gute Stelle war, schloss ohne weiteres seinen Vertrag mit ihm, und es ward verabredet, dass der Pächter einen Karren senden sollte, sein bisschen Hausrat darauf zu laden. Und dann wollte er künftigen Donnerstag dort einziehen. An dem bestimmten Tag kam der versprochene Wagen, Michael belud ihn mit dem Hausgerät
und stellte die Wiege, worin das Kind mit seinen Pfeifen lag, zuletzt oben auf. Judy setzte sich daneben, um Acht zu haben, damit es nicht herausrolle und sich totstürze. Die Kuh trieben sie vor sich her, der Hund folgte nach, die Katze aber musste zurückbleiben. Die drei anderen Kinder liefen nebenher und suchten sich Hagebutten und Brombeeren, denn es war ein schöner Tag im Spätherbst. Sie mussten über einen Fluss, den sie, weil er zwischen hohen Ufern in der Tiefe sein Bett hatte, nicht eher sehen konnten, als bis sie nahe dabei waren. Ein paar Tage vorher war ein anhaltender Regen gefallen, der Fluss angeschwollen und das Wasser rauschte stark. Als sie die Brücke betraten, richtete sich der Wechselbalg, der bisher ganz ruhig in seiner Wiege gelegen hatte, bei dem Rauschen der Wellen in die Höhe und schaute sich um. Und als er das Wasser sah und bemerkte, dass sie im Begriff waren, darüber zu gehen, so fing er an, aufzukreischen und zu ächzen. »Stille, mein Söhnchen«, sagte Judy, »du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich sage dir, wir gehen über eine steinerne Brücke. Dass du versauern möchtest, altes Gerippe«, rief er, »da habt ihr einen saubern Streich gemacht, mich hierher zu bringen.« Dabei fuhr er fort zu heulen, und je weiter sie auf der Brücke kamen, desto lauter ward seine Stimme. Endlich gab ihm Michael, der es nicht länger aushalten konnte, einen tüchtigen Streich mit der Peitsche, die er in der Hand hielt, und rief, »Der Teufel stopfe dir das Maul, du Klotzkopf! Willst du dein Geschrei lassen? Kein Mensch kann ja sein eigenes Wort vor dir hören.« In dem Augenblick, wo der Junge den Peitschenriemen fühlte, erhob er sich in der Wiege, nahm die Pfeifen in den Arm, grinste den Mickel boshaft an und sprang behend über das Geländer der Brücke in den Fluss hinab. »Oh, mein Kind«, schrie Judy, »es ist verloren auf immer.« Michael und die anderen Kinder liefen auf die andere Seite der Brücke und schauten und sahen ihn unter dem Brückenbogen hervorkommen, wie er mir kreuzweis geschlagenen Beinen oben auf einer weißhauptigen Welle saß und seine Pfeifen so lustig blies, als wenn nichts vorgefallen wäre. Das Wasser strömte heftig, er wurde gewaltsam fortgewirbelt, doch er spielte so schnell, ja noch schneller, als der Strom rann. Sie liefen zwar so geschwind, sie konnten nebenan dem Ufer mit, aber da sich der Fluss ein paar hundert Schritte unter der Brücke plötzlich um den Berg drehte, verloren sie ihn aus dem Gesicht. Und keiner hat ihn je wieder mit Augen erblickt. Jeder glaubte nicht anders, als dass er zu den Seinigen, dem stillen Volke, heimgegangen sei, um ihnen Musik zu machen. 6. Die Brauerei von Eierschalen. Frau Sullivan fürchtete, die Elfen hätten ihr jüngstes Kind gestohlen und ein anderes an seine Stelle gelegt. Und gewisse Anzeigen schienen auch den Verdacht zu bestätigen, denn ihr gesundes, blauäugiges Kind war in einer einzigen Nacht zu einem armen Wicht zusammengeschrumpft, der unaufhörlich schrie und heulte. Die arme Frau Sullivan ward dadurch recht unglücklich, und alle die Nachbarn, mit denen sie über diese Angelegenheit sprach, sagten, dass ihr eigenes Kind ohne allen Zweifel B.E. dem stillen Volke sich befände und eins aus diesem dafür hingelegt worden wäre. Frau Sullivan musste wohl glauben, was jedermann sagte, aber ein gewaltsames Mittel wollte sie doch nicht anwenden. Obgleich sein Gesicht verwelkt, sein Leib fast zu einem Gerippe abgemagert war, so hatte es doch eine bestimmte Ähnlichkeit mit ihrem eigenen Kind, und sie konnte sich nicht entschließen, es lebendig auf einen glühenden Rost zu legen oder seine Nase mit einer glühenden Zange zu zwicken oder es in den Schnee neben den Weg zu legen, ob ihr gleich diese und ähnliche Mittel angelegentlich empfohlen wurden, um ihr Kind wieder zurückzuerhalten. Eines Tages begegnete Sullivan einer weisen Frau, unter dem Namen der Grauen Lene in der Gegend wohlbekannt. Sie hatte die Gabe, wie sie auch immer mochte dazu gelangt sein, zu sagen, wo der Tod umgehe und was für die Ruhe der Seelen gut sei. Sie konnte Warzen und Kröpfe heilen und manches andere Wunder dieser Art vollbringen. »Ihr seht mir heute so trübselig aus, Frau Sullivan«, waren die ersten Worte der Grauen Lene. »Das geht natürlich zu, Lene.
antwortete Frau Sullivan. Mein eigenes liebes Kind ist mir ohne weiteres aus der Wiege geholt worden, und ein hässliches, winziges, eingeschrumpftes Ding von den Elfen an seine Stelle gelegt. Kein Wunder, dass ihr mich voll Sorgen seht. Das macht euch keine Schande, Frau Sullivan, sagte Lene. Aber seid ihr auch gewiss, dass es die Elfen getan haben? Freilich, erwiderte Frau Sullivan, gewiss genug zu meinem Leidwesen. Und darf ich meinen beiden Augen nicht trauen? Jedes Mutterherz müsste es an meiner Stelle fühlen. Wollt ihr den Rat einer alten Frau annehmen? Sagte die graue Lene, indem sie die unglückliche Mutter mit einem seltsamen, geheimnisreichen Blick anschaute und nach einigem Stillschweigen hinzufügte. Doch ihr werdet ihn vielleicht töricht nennen. Kann ich mein Kind zurückerhalten, mein eigenes liebes Kind, Lene? Fragte Frau Sullivan mit großer Bewegung. Wenn ihr tut, wie ich euch sage, antwortete Frau Lene, so werdet ihr's erfahren. Frau Sullivan schwieg voll Erwartung, und die Alte fuhr fort. Setzt einen Kessel mit Wasser über das Feuer und lasst es sieden. Dann holt ein Dutzend frisch gelegte Eier, schlagt sie auf und nehmt die Schalen. Das Übrige schüttet weg. Wenn das getan ist, so werft die Schalen in den Kessel mit dem siedenden Wasser, und dann werdet ihr bald erfahren, ob es euer eigen Kind ist oder ein Elfe. Findet ihr aber, dass es ein Wechselbalg ist, so nehmt die glühende Feuerzange und stoßt sie ihm in seinen garstigen Rachen, und er soll euch weiter keinen Verdruss machen. Dafür stehe ich euch. Frau Sullivan ging heim und folgte dem Rat der grauen Lene. Sie setzte den Kessel über das Feuer, legte Torf genug unter und brachte das Wasser in ein gewaltiges Sieden und Sprudeln. Das Kind lag zum Erstaunen still und ruhig in der Wiege. Doch jetzt, bei dem Anblick des großen Feuers und des Kessels mit Wasser darüber, riss es die Augen auf, die wie Sterne in einer Winternacht funkelten. Es sah mit großer Aufmerksamkeit zu, als Frau Sullivan die Eier aufschlug und die Schalen in das siedende Wasser warf. Endlich fragte es, und es klang wie die Stimme eines alten Mannes. Was macht ihr da, Mutter? Der Frau war, wie sie selbst sagte, Zumut, als ob ihr der Atem genommen würde, wie sie das Kind sprechen hörte. Doch sie beschäftigte sich nur damit, das Eisen in die Glut zu legen, und antwortete, ohne ein Erstaunen über die Worte zu zeigen, »Ich braue, mein Sohn.« »Und was braut ihr, Mutter?« fragte der Balg, dessen unnatürliche Gabe zu sprechen außer allen Zweifel gesetzt hatte, dass er von den Elfen abstammte. »Wäre nur das Eisen schon glühend«, dachte Frau Sullivan, aber das erforderte einige Zeit, und sie entschloss sich, ihn im Gespräch aufzuhalten, bis das Eisen geschickt wäre, durch seine Kehle zu fahren. Sie wiederholte deshalb die Frage, »Du willst wissen, was ich braue, mein Söhnchen?« »Ja, Mutter«, sagte er, »was braut ihr?« »Eierschalen, mein Söhnchen!« »Ach«, schrie das Teufelchen laut auf, richtete sich in der Wiege in die Höhe und schlug die Hände zusammen. »Ich bin 1500 Jahre auf der Welt und habe niemals gesehen, dass man Eierschalen braut.« Indessen war das Eisen glühend geworden. Die Frau ergriff es und eilte damit nach der Wiege. Aber wie es nun geschah, sie glitt mit dem Fuß aus, fiel auf den Boden, und das Eisen fuhr aus ihrer Hand in die andere Ecke des Hauses. Sie raffte sich jedoch geschwind auf und lief zu der Wiege in der Absicht, den verwünschten Balg, der darin lag, in das siedende Wasser zu werfen. Doch was erblickte sie darin? Ihr eigenes Kind in süßem Schlafe, eins seiner weichen, runden Ärmchen auf das Kopfkissen gelegt, und seine Züge waren so mild, als wenn es niemals in seiner Ruhe wäre gestört worden. Bloß der rote Mund ward von einem reinen und sanften Atem bewegt. Wer kann beschreiben, was eine Mutter fühlt, die auf ihr schlafendes Kind blickt? Und diese hier erhielt eben den lang verlorenen Knaben wieder. Du kannst denken, dass ihr stillschweigend die Tränen über die Wangen liefen und sie sich keine Mühe gab, sie zurückzuhalten, denn sie weinte vor Freude. 7. Der Wechselbalg. Eine junge Frau, Marie Scannell,
lebte mit ihrem Ehemann noch nicht viele Jahre zu Castle Martyr. Eines Tages zur Herbstzeit war sie mit anderen hinausgegangen, um beim Weizenbinden behilflich zu sein. Sie legte ihr Kind, das sie noch stillte, in eine Ecke des Feldes und glaubte, es wäre da in ihren Mantel eingewickelt, auf das Beste versorgt. Als sie mit ihrer Arbeit zu Ende war, kehrte sie zu dem Kinde zurück, aber an dessen Stelle fand sie in dem Mantel ein Geschöpf, das nicht halb so groß war und ein Zetergeschrei ausstieß, dass man es eine Meile weit hören konnte. Sie vermutete gleich, was möchte vorgefallen sein, und ohne sich einen Augenblick aufzuhalten, nahm sie es in den Arm, und indem sie behauptete, dass sie ganz vernarrt in das Kind sei, brachte sie es zu einer weisen Frau. Diese flüsterte ihr zu, sie sollte ihm nicht satt zu essen geben und auf es loshauen und peitschen, ohne Barmherzigkeit. Marie befolgte den Rat, und gerade eine Woche hernach fand sie morgens beim Erwachen ihr eigenes Kind wieder an ihrer Seite im Bette liegen. Dem Elfen, der an die Stelle des Kindes gelegt war, hatte die Behandlung der Marie Scannell, wozu sie sich, obgleich sie eine mitleidige Frau war, entschlossen hatte, schlecht gefallen, und er machte sich, nachdem er es eine Woche versucht, wieder fort und schickte der Frau ihr eigenes Kind zurück. 8. Die beiden Gevatterinnen, zu Minane bei Tracton, das etwa 5 Stunden südlich von Cork liegt, lebte ein junges Ehepaar namens McDaniel, und sie hatten ein so schönes, wohlaussehendes Kind, dass die Elfen Lust bekamen, es zu sich zu holen und einen Wechselbalg an seine Stelle zu legen. Doch Frau McDaniel hatte eine Gevatterin namens Nora Buckley, und die ging gerade bei dem Hause, worin die beiden lebten. Es war eben neu mit Schiefern gedeckt und hatte ein neues Schild erhalten, in der Abenddämmerung vorbei. Es ist zu spät, dachte sie, um einzutreten und mich nach der Gevatterin Befinden zu erkundigen. Sie hatte noch eine gute Stunde zu gehen. Überdies bemerkte sie, dass die Elfen ausgezogen waren, denn den Weg von Carrigaline war vor ihr ein Wirbel von Staub nach dem anderen aufgestiegen, das sicherste Zeichen von einem Aufbruch des stillen Volkes, und es tat ihr in den Beinen weh, sich so oft neigen zu müssen. Indessen, als Nora vor dem Hause ihrer Gevatterin war, blieb sie einen Augenblick stehen und sprach vor sich hin: Gott, lass es ihr wohl ergehen. Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, so sah sie, dass sich eins von den Fenstern öffnete und das schöne Kind ihrer Gevatterin eilig herausgereicht wurde. Sie konnte, und wenn es ihr Leben gekostet hätte, nicht sagen, wie oder von wem. Sie ließ sich aber nicht abhalten, herbeizugehen und das Kind in Empfang zu nehmen. Sie wickelte es aufs Beste in ihren Mantel und eilte damit nach Haus. Am folgenden Morgen machte sie sich auf, um nach ihrer Gevatterin zu sehen, die klagte und jammerte über die Veränderung ihres Kindes. Die ganze Nacht sei sie von seinem Geschrei aufgeweckt worden und es mit nichts in der Welt zu beruhigen gewesen. Ich will euch sagen, was ihr mit dem Balg anfangen müsst, sagte Nora. Streicht ihn erst mit einer Rute, dann tragt ihn hinaus auf den Kreuzweg und lasst ihn da in dem Graben liegen, wo ihn holen kann, wer Lust hat. Wisst, ich habe euer leibliches Kind gesund und wohl daheim bei mir. In der letzten Nacht ist es mir aus eurem Fenster herausgereicht worden. Als die Mutter das hörte, geriet sie ins größte Erstaunen und ging hinaus, eine Rute zu holen. Kaum aber kehrte sich die Gevatterin um und schaute umher, so war der Elfe fort. Und weder sie noch des Kindes Mutter sahen ihn wieder, noch konnten sie erfahren, auf welche wunderbare Weise er verschwunden war. Die Frau McDaniel lief in aller Eile in das Haus ihrer Gevatterin, fand da ihr eigenes Kind, nahm es mit sich nach Haus. Und es ist zu dieser Zeit ein feiner junger Mann. 9. Die Flasche. In den guten Tagen, wo das stille Volk sich noch häufiger sehen ließ als jetzt in dieser ungläubigen Zeit, lebte ein Mann, Michael Purcell, der einige Acker schlechtes und unfruchtbares Land gepachtet hatte, in der Nachbarschaft der ehemals so berühmten Pfründe von Mourne.
anderthalb Stunden von Mallow und 7 von Cork. Michael hatte Frau und Kinder. Sie taten, was in ihren Kräften stand. Das war freilich nicht viel, denn es war noch kein Kind so weit herangewachsen, dass es dem armen Manne B.I. seiner Arbeit helfen konnte. Und die gute Frau besorgte die Kinder, melkte die Kuh, kochte Kartoffeln und trug die Eier nach Mallow. Doch wie sie auch schafften, es war kaum genug, um die Pacht zu zahlen. Sie schickten sich eine Zeit lang, so gut es gehen wollte, in die Umstände. Doch zuletzt kam ein schlechtes Jahr, das bisschen Hafer verdarb. Die Hühnchen verkümmerten, das Schwein magerte ab und wurde beinahe für nichts zu Mallow verkauft. Und der arme Michael fand, dass er nicht genug hatte, um die Hälfte des Pachtgeldes zu zahlen. Und 2 Termine war er schon schuldig. Was sollen wir nun anfangen, Marie? Fragte er. Was wir anfangen sollen, antwortete sie. Treib unsere Kuh auf den Markt nach Cork und verkaufe sie dort. Montag ist Markttag. Da musst du früher gehen, damit das arme Tier sich verschnauft, ehe es auf den Markt kommt. Und was sollen wir anfangen, wenn sie fort ist? Sagte Mick bekümmert. Das weiß ich nicht, Michael. Doch gewisslich wird uns Gott nicht verlassen. Und du weißt doch, wie gütig er gegen uns war, als der kleine Wilhelm krank lag und wir gar nichts für ihn hatten. Der Doktor von Ballydahin, der sanfte, feine Mann, kam geritten und verlangte einen Trank Milch. Er gab uns 2 Schillinge, schickte die Arzneien für das Kind und was es sonst nötig hatte und gab mir jedes Mal etwas zu essen, wenn ich kam, ihn um Rat zu fragen, den er mir niemals versagte. Er kam auch und sah nach dem Kind und hörte mit seinen Wohltaten nicht auf, bis es ganz gesund war. Du denkst immer so, Marie, und ich glaube, du hast recht. Darum will ich mir auch über den Verkauf der Kuh keine Sorgen machen. Ich will morgen gehen. Du musst aber Nadel und Zwirn nehmen und meinen Rock flicken. Er ist unter dem Arm aufgerissen. Marie versicherte, dass sie alles in Ordnung bringen wollte. Den folgenden Tag schickte er sich an und sie schärfte ihm beim Abschied ein, die Kuh nicht anders zu verkaufen als um den höchsten Preis. Michael versprach, es nicht zu vergessen und machte sich auf den Weg. Er trieb die Kuh langsam durch den kleinen Fluss, der den Weg durchschneidet und unter den alten Mauern von Mourne hinrinnt. Als er vorbeikam, fielen seine Augen auf die Türme und einen von den alten Holunderstämmen, die damals wie kleine Gärten aussahen. »Ja«, rief er aus, »hätte ich nur die Hälfte des Geldes, das unter euch begraben liegt, so brauchte ich die arme Kuh nicht dahin zu treiben. Ist's nicht ein Jammer, dass es unter der Erde ruht, während noch andere als ich es entbehren müssen? Nun, wenn's Gottes Wille ist, so komme ich mit etwas Geld in der Tasche zurück.« Mit diesen Worten trieb er sein Vieh weiter. Es war ein schöner Tag und die Sonne schien glänzend auf die Mauern der alten Abtei, als er daran vorbeikam. Der Weg führte über eine Reihe allmählich aufsteigender Berge, bis er nach 3 Stunden auf die Spitze der Anhöhe, die jetzt der Flaschenberg heißt, aber damals den Namen noch nicht führte, gelangte, an welcher Stelle ihn jemand einholte. »Guten Morgen«, sagte dieser. »Guten Morgen«, antwortete Michael freundlich und sah sich nach dem Fremden um. Es war ein kleines Männchen, das man ihn einen Zwerg hätte nennen können, doch war er nicht ganz so klein. Er hatte ein altes, verschrumpftes, gelbliches Antlitz, das genau wie welker Blumenkohl aussah, dabei eine dünne, kleine Nase, rote Augen und weiße Haare. Seine Lippen waren nicht rot, sondern sein ganzes Gesicht von einer Farbe, seine Augen ohne Ruhe, überall sich umschauend. Und obgleich sie rot waren, so ward doch Michaels Herz eiskalt, wenn er sie ansah. Er hatte in der Tat wenig Gefallen an der Gesellschaft des Kleinen, und er konnte nicht das Mindeste von seinen Beinen oder seinem Körper erblicken. Das Männchen hatte sich, obgleich der Tag warm war, ganz in einen dicken, weiten Rock eingewickelt. Michael trieb die Kuh ein wenig schneller, aber der Kleine hielt sich immer neben ihm. Er wusste nicht, auf welche Art er schritt,
denn er fürchtete sich zu sehr, um sich nach ihm umzuschauen, und wollte auch nicht das Kreuz über sich schlagen, denn er war bange, der alte Mann möchte zornig werden. Doch deuchte ihn, sein Reisegefährte ginge nicht wie ein anderer Mensch und setzte einen Fuß vor den anderen, sondern glitte nur über den rauen Weg, und rau war er genug, wie ein Schatten dahin, ohne Geräusch und ohne Anstrengung. Dem armen Michael zitterte das Herz im Leibe. Er sagte ein Gebet für sich und wünschte, er wäre den Tag nicht ausgegangen, oder er wäre schon auf dem Markt, oder er brauchte die Kuh nicht zu hüten, damit er vor dem Gespenst fortlaufen könnte. Mitten in diesen Ängsten ward er von seinem Gefährten angeredet. »Wohin wollt ihr mit der Kuh, lieber Mann?« »Nach dem Markt zu Cork«, antwortete Michael zitternd, bei dem schnarrenden und schneidenden Ton der Stimme. »Wollt ihr sie verkaufen?« sagte der Fremde. »Freilich treibe ich sie dahin, um sie zu verkaufen. Wollt ihr sie mir verkaufen?« Michael fuhr erschrocken zurück. Er fürchtete sich, mit dem Kleinen etwas zu tun zu haben, und fürchtete sich noch mehr, Nein zu sagen. Endlich sprach er, »Was wollt ihr mir dafür geben?« »Ich will euch etwas sagen«, antwortete der Kleine. »Ich gebe euch diese Flasche dafür«, indem er eine Flasche unter dem Mantel hervorholte. Michael schaute erst ihn und die Flasche an. Dann musste er, mitten in seiner Angst, in ein lautes Gelächter ausbrechen. »Lacht nach Herzenslust«, sprach der Kleine. »Aber ich sage euch, diese Flasche ist mehr wert für euch als alles Geld, das ihr für die Kuh bekommt. Ja, tausendmal mehr.« Michael lachte wieder. »Ihr denkt wohl«, sagte er, »ich wäre ein solcher Narr, dass ich meine gute Kuh für so eine Flasche hingäbe, die obendrein noch leer ist? Wahrhaftig, daraus wird nichts. Ihr tut besser, wenn ihr mir die Kuh gebt und die Flasche nehmt. Ihr braucht es euch nicht leid sein zu lassen. Aber Marie, was würde die sagen? Das würde kein Ende nehmen. Und wie sollte ich meine Pacht zahlen? Und was sollen wir anfangen ohne einen Heller Geld? Ich versichere euch, die Flasche ist besser als alles Geld. Nehmt sie und gebt mir die Kuh. Jetzt sage ich es euch zum letzten Mal, Michael Purcell.« Michael war bestürzt. »Wie hat er meinen Namen erfahren?« dachte er. Der Fremde fuhr fort. »Michael Purcell, ich kenne euch und habe Achtung vor euch. Darum folgt meinem Rat. Oder ihr werdet es empfinden. Wisst, eure Kuh wird euch hinfallen, ehe ihr nach Cork kommt.« Michael wollte eben sagen, das verhüte Gott. Aber der Kleine setzte hinzu. Und Michael war zu aufmerksam, um etwas zu sagen, das ihn schweigen gemacht hätte. Und viel zu höflich, als jemand in der Rede zu unterbrechen. »Dann sollt ihr wissen, es wird so viel Vieh auf dem Markt sein, dass ihr zu einem geringen Preis losschlagen müsst. Und vielleicht fallt ihr, wenn ihr nach Haus geht, noch Räubern in die Hände. Doch wozu sage ich euch das alles, da ihr doch entschlossen seid, euer Glück von euch zu stoßen? Oh nein, Herr, mein Glück möchte ich nicht von mir stoßen«, sagte Michael. »Und wäre ich gewiss, dass die Flasche so gut ist, als ihr sagt, obgleich ich niemals großen Gefallen an einer leeren Flasche gehabt, wenn ich sie auch selbst ausgetrunken hatte, so wollte ich euch die Kuh geben, im Namen. Bekümmert euch nicht um Namen«, unterbrach ihn der Kleine, »sondern gebt mir die Kuh. Ich habe euch keine Unwahrheit gesagt. Und wenn ihr damit heimkommt, so tut genau, was ich euch heißen werde.« Michael zögerte. »Wohlan«, sagte der Fremde. »Guten Tag, Michael Purcell. Ich kann nicht länger warten. Noch einmal, nehmt sie hin und seid reich. Schlagt sie aus und bettelt für euren Lebensunterhalt. Seht eure Kinder in Armut, euer Weib sterbend vor Mangel. Das wird euer Schicksal sein, Michael Purcell.« Bei diesen Worten lächelte der Kleine boshaft, was seinen Anblick noch grauenhafter machte. »Mag sein, ist wohl wahr«, sagte Michael immer noch zaudernd und unschlüssig, was er tun sollte. Er konnte nicht anders. Er musste dem alten Manne glauben. Und endlich, in einem Anfall von Verzweiflung, griff er nach der Flasche und sagte, »Nehmt die Kuh, und wenn ihr mich belogen habt,
so wird euch der Fluch des Armen treffen. Ich achte weder auf euren Fluch noch auf euren Segen, Michael Purcell. Aber ich habe die Wahrheit gesprochen. Das werdet ihr noch heute Abend erfahren, wenn ihr tut, was ich euch sage. Was soll ich tun? Fragte Michael. Wenn ihr heimkommt, so kümmert euch nicht darum, dass euer Weib ärgerlich ist, sondern bleibt selbst gelassen und heißt sie die Flur sauber kehren. Setzt den Tisch zurecht und deckt ein reines Tuch darüber. Dann stellt die Flasche auf den Boden und sprecht die Worte. Flasche, tue deine Schuldigkeit und ihr werdet den Erfolg sehen. Und das ist alles? Fragte Mick. Nichts weiter, sagte der Kleine. Guten Tag, Michael Purcell. Ihr seid ein reicher Mann. Das gebe Gott, sagte Michael, als der alte Mann die Kuh forttrieb und er wieder auf dem Heimweg war. Doch konnte er nicht umhin, den Kopf umzudrehen und dem Käufer seiner Kuh nachzusehen, bis er ganz verschwunden war. Gott behüte und bewahre uns, rief Michael. Der gehört nicht dieser Welt an. Aber wo ist meine Kuh? Sie war fort. Und Michael ging heimwärts, Gebete für sich hersagend und seine Flasche festhaltend. Was wollte ich anfangen, dachte er, wenn sie mir zerbreche. Doch dafür will ich tun, und steckte sie vor seine Brust. Besorgt über den Erfolg und zweifelhaft über den Empfang, den er bei seiner Frau zu erwarten hatte, während er Sorge und Erwartung, Furcht und Hoffnung gegeneinander abwog, erreichte er abends seine Hütte und überraschte seine Frau, die bei dem Torffeuer am Herde saß. »Ei, Michael, du bist wieder da. Gewiss bist du nicht nach Cork gekommen. Sprich, was ist dir begegnet? Wo ist die Kuh? Hast du sie verkauft? Wie viel hast du dafür gelöst? Was gibt's Neues? Erzähl mir davon. Willst du mir Zeit lassen, Marie, so will ich dir alles haarklein erzählen. Wo unsere Kuh ist, möchtest du gerne wissen. Aber das kann ich dir nicht sagen, denn ich weiß am allerwenigsten, wo sie ist. Was hast du dafür gelöst, Michael? Heraus mit dem Geld. Kleine Geduld, Marie. Und du sollst alles hören. Aber was ist das für eine Flasche unter deiner Weste? Fragte Marie, die den hervorragenden Hals bemerkte. Nun sei vergnügt, sagte Michael, doch ich muss dir erst erzählen, und stellte die Flasche auf den Tisch. Das ist alles, was ich für die Kuh bekommen habe. Die arme Frau war wie vom Donner gerührt. Alles, was du bekommen hast. Und wozu taugt das, Michael? So hätte ich doch mein Lebtag nicht gedacht, dass du ein solcher Narr wärest. Wie willst du nun die Pacht bezahlen? Willst du Vernunft annehmen, Marie? Sagte Michael. So will ich dir erzählen, wie der alte Mann, oder wer es sonst war, mir begegnete. Nein, er begegnete mir nicht, sondern er war da bei mir, oben auf dem Berg. Und wie er mich dazu bewog, ihm die Kuh zu verkaufen, und mir sagte, diese Flasche wäre etwas für mich. Wahrhaftig bloß für dich, du Narr, sagte Marie und griff nach der Flasche, um sie ihrem armen Mann an den Kopf zu werfen. Aber Michael fasste sie geschwind, machte sie ganz gelassen, denn er erinnerte sich an den Befehl des Kleinen, von den Händen seines Weibes los, und steckte sie wieder vor seine Brust. Die arme Marie saß da und weinte, während ihr Michael seine Geschichte erzählte und sich dabei oft bekreuzigte und segnete. Indessen konnte sie nicht umhin, ihm Glauben beizumessen, zumal sie an Geister glaubte. Ohne ein Wort zu sprechen, stand sie auf und fing an, die Flur mit einem Büschel Heidekraut zu kehren. Hierauf ordnete sie alles, setzte den langen Tisch zurecht und deckte ein reines Tuch, das einzige, das sie hatten, darüber her. Und Michael stellte die Flasche auf die Erde und sprach, »Flasche, tue deine Schuldigkeit. Dort, dort, Mutter, sieh doch«, rief der älteste Knabe, ein pausbackiges Kind von 5 Jahren, und sprang an seiner Mutter Seite, als 2 winzige kleine Gestalten, wie Lichtstrahlen aus der Flasche hervorstiegen und in einem Augenblick den Tisch mit silbernen und goldenen Schüsseln und Tellern besetzten, auf welchen die köstlichsten Speisen lagen, und, so wie alles in Ordnung war, wieder in die Flasche hinabstiegen. Michael und seine Frau
betrachteten alles mit höchstem Erstaunen, denn sie hatten solche Schüssel und Teller ihr Lebtag nicht gesehen und glaubten, dergleichen könnte man nicht genug bewundern, so dass sie von dem bloßen Anschauen allen Hunger vergaßen. Endlich sagte Marie: »Komm, Michael, und setz dich nieder. Versuch's und iss ein wenig. Du musst ja hungrig sein nach einem so guten Tagwerk. Siehst du, der Mann hat keine Unwahrheit von der Flasche gesagt.« Michael setzte sich und gab auch den Kindern ihren Platz an dem Tisch. Sie hielten eine herrliche Mahlzeit, und doch blieb die Hälfte der Schüsseln unangerührt. »Mich soll doch wundern«, sagte Marie, »ob die guten kleinen Herren diese kostbaren Sachen wieder wegnehmen werden.« Sie warteten, aber niemand kam. Da hob Marie sorgfältig Schüssel und Teller auf und sprach: »Gewisslich, es war keine Unwahrheit. Du bist jetzt ein reicher Mann, Michael Purcell.« Sie gingen alle zu Bett, doch nicht um zu schlafen, sondern um zu verabreden, wie sie diese köstlichen Dinge, deren sie nicht bedurften, zu Geld machen wollten, um mehr Ländereien zu übernehmen. Michael ging nach Cork, verkaufte seine Goldschüsseln, erhandelte sich Wagen und Pferd und überlegte, wie er viel Geld erwerben könnte. Sie gaben sich alle Mühe, die Flasche geheim zu halten, doch vergeblich. Der Gutsherr brachte es heraus. Eines Tages kam er zu Michael und fragte ihn, wie er zu all dem Geld gekommen wäre, das er doch in keinem Falle durch die Pacht gewonnen hätte. Er quälte ihn so lange, bis Michael ihm endlich von der Flasche sagte. Der Gutsherr bot viel Geld, doch dafür wollte sie Michael nicht geben, bis er ihm zuletzt alles, was er jetzt in Pacht hatte, als Eigentum anbot. Da dachte Michael, der reich genug war, nun bedürfe er des Geldes weiter nicht mehr, und gab die Flasche hin. Michael hatte sich verrechnet. Er und die Seinigen verschleuderten das Geld, als wenn es kein Ende nehmen könnte. Und um die Geschichte kurz zu machen, sie wurden immer ärmer und ärmer, bis sie am Ende nichts mehr übrig hatten als eine Kuh, welche Michael abermals wieder vor sich hertrieb, um sie auf dem Markt zu Cork zu verkaufen. Nicht ohne Hoffnung, dem kleinen Mann von neuem zu begegnen und eine andere Flasche zu erhalten. Der Tag brach eben an, als er sich von Haus aufmachte, und er ging einen guten Schritt, bis er zu der Höhe kam. Die Nebel schliefen noch in den Tälern und kräuselten sich in duftigen Kränzen auf der braunen Heide rings um ihn her. Die Sonne erhob sich zu seiner Linken, und vor seinen Füßen sprang eine Lerche aus ihrem Lager im Gras und stieg, ihren fröhlichen Morgengesang anstimmend, in den blauen Himmel hinauf. Michael bekreuzigte sich, horchte auf den süßen Gesang der Lerche und musste beständig an das alte, kleine Männchen denken. Da wurde er, gerade als er den Gipfel des Bergs erreichte und seine Augen auf die weite Aussicht vor und hinter sich warf, von der wohlbekannten Stimme sowohl erschreckt als erfreut, die ihm zurief: »Nicht wahr, Michael Purcell? Ich sagte dir, du würdest ein reicher Mann werden. Gewiss, es war keine Lüge, Herr. Ich wünsche euch einen guten Morgen, aber dass ich zurzeit ein reicher Mann bin, kann ich nicht sagen. Habt ihr eine andere Flasche? Ich bedarf ihrer so gut wie vordem. Habt ihr sie, Herr? Hier ist die Kuh dafür.« »Und hier ist die Flasche«, sagte der Kleine und lächelte. »Du weißt, was du damit zu tun hast.« »Ach ja«, antwortete er, »ich will es schon recht machen.« »Guten Tag, Herr«, rief Michael, als er sich auf den Heimweg begab. »Gutes Glück euch und gutes Glück dem hohen Berg, dem Flaschenberg, damit er einen Namen bekommt. Guten Tag, Herr, guten Tag.« Damit eilte er, so schnell er konnte, zurück, ohne sich nur einmal nach dem Kleinen mit dem weißen Gesicht und der Kuh umzuschauen, nur besorgt, seine Flasche heimzubringen. Wohlbehalten langte er damit an, und sobald er Marie erblickte, rief er aus: »Ja, ich habe eine andere Flasche.« »1000«, rief die Frau. »Hast du sie? Du bist ein Glückskind, Michael Purcell. Ja, das bist du.« Sie brachte alles sogleich in Ordnung, und Michael, seine Flasche betrachtend, schrie in seiner Freude:
Flasche, tue deine Schuldigkeit. In einem Augenblick sprangen zwei große, gewaltige Männer aus der Flasche, mit dicken Knütteln in den Händen, die den armen Michael, seine Frau und seine ganze Familie unbarmherzig bläuten, bis alles auf dem Boden lag, worauf sie in die Flasche zurückeilten. Michael, sobald er wieder zur Besinnung kam, stand auf und sah sich um. Er sann und sann. Endlich hob er Frau und Kinder in die Höhe und sprach: Macht, dass ihr euch wieder erholt, so gut es geht, nahm die Flasche unter den Mantel und begab sich zu seinem Gutsherrn. Dort war große Gesellschaft, und Michael bat einen Bedienten, dem Herrn zu sagen, dass er ein paar Worte mit ihm zu sprechen wünsche. Endlich kam der Herr heraus und fragte: Was bringt ihr mir Neues, Michael? Nichts, Herr, als dass ich eine andere Flasche habe. Ei, ei, ist sie auch so gut wie die erste? Jawohl, Herr, noch besser. Wenn's euch beliebt, so will ich sie euch vor allen Herren und Damen zeigen. Tretet nur herein, sprach der Gutsherr, und Michael ward in den Saal geführt, wo er seine alte Flasche erblickte, die oben auf dem Gesimse stand. Sieh da, sagte er sich selbst, vielleicht habe ich dich in kurzem wieder. Wohlan, sagte der Gutsherr, zeigt her eure Flasche. Michael setzte sie auf den Boden und sprach die Zauberworte. In einem Augenblick lag der Gutsherr da nieder, Damen und Herren, Bediente, und wer sonst zugegen war, rannten, schrien, wälzten sich, stießen mit den Füßen und heulten. Becher und Teller rollten nach allen Seiten hin, bis der Gutsherr endlich ausrief: Bring diese zwei Teufel zur Ruhe, Michael Possel, oder ich lasse dich aufhängen. Nicht eher sollen sie aufhören, sagte Michael, als bis ihr mir meine Flasche wiedergebt, die ich dort oben auf dem Gesims sehe. Holt sie ihm herab, sagte der Herr, ehe wir alle ermordet sind. Michael steckte die alte Flasche vor seine Brust. Die Männer sprangen wieder in die neue hinein, und er trug sie beide heim. Was soll ich noch weiter erzählen? Dass Michael reicher ward als zuvor, dass sein Sohn die Tochter des Gutsherrn heiratete, dass er und sein Weib in hohem Alter starben und bei ihrer Leichenfeier einige Diener in Streit gerieten und die Flaschen zerbrachen. Doch der Berg hat noch immer den Namen und wird wohl Flaschenberg heißen bis ans Ende der Welt. 10. Die Bekenntnisse des Thomas Bourke. Thomas Bourke wohnt in einem niedrigen, langgestreckten Pächterhaus, welches von außen einer großen Scheune gleicht und an dem Fuße eines Berges liegt. Gerade da, wo die neue Straße von der alten sich scheidet, welche von Kilworth nach Lismore führt. Er gehört zu einer Klasse von Leuten, die in Irland eine Art schwarzer Schwäne sind. Er ist nämlich ein wohlhabender Pächter. Sein Vater hatte in der guten alten Zeit, wo 100 Pfund Sterling ein nicht unbeträchtlicher Schatz waren, seinem Gutsherrn mit dieser Summe ausgeholfen und als Vergeltung dieser Bereitwilligkeit eine lange Pacht erhalten, die 10-mal mehr wert war als das Darlehen, dem er sie zu verdanken hatte. Der alte Mann starb mit einem Vermögen von einigen 100 Pfunden, wovon er den größten Teil samt dem Pachtgute seinem Sohn Thomas vermachte. Außerdem erhielt Thomas von seinem Vater eine Gabe, die mehr Wert hatte als alle irdischen Reichtümer, so hoch er diese auch zu allen Zeiten schätzte. Es ward ihm das Vorrecht verliehen, dessen sich wenige Menschenkinder erfreuen, mit jenen geheimnisreichen Wesen Verkehr zu haben, welche man das stille Volk nennt. Thomas Bourke ist ein kleiner, stämmiger, frischer und tätiger Mann von etwa 55 Jahren. Sein Haar ist schneeweiß, kurz und am Hinterhaupt buschig, während es an der Stirne gerade und borstig wie eine Kleiderbürste in die Höhe steht. Seine Augen sind von der Art, wie man sie nicht selten bei Menschen findet, die einen regen, jedoch beschränkten Geist haben. Sie sind klein, grau, aber lebhaft. Die langen, vorragenden Augenbrauen, unter oder vielmehr zwischen welchen sie funkeln, geben ihm einen Ausdruck von verschmitzter Klugheit, wo nicht von Feinheit. Und das ist auch in der Tat der Charakter des Mannes. Wer ein Geschäft mit ihm abmachen will,
muss sich einen Feldherrn zum Muster nehmen, der eine Stadt erobern will und lange vorher Anstalten machen, ehe er hoffen kann, in den Besitz zu kommen, wer gerade drauf losgeht und zugleich seine Absicht an den Tag gibt, der kann sicher sein, dass ihm die Türe vor der Nase zugemacht wird. Thomas wünscht sich nicht von dem zu trennen, wonach der andere Verlangen trägt. Oder ein Dritter hat schon wegen des Ganzen vorige Woche mit ihm gesprochen. Oder vielleicht scheint der Vorschlag die beste Aufnahme zu finden. Freilich, Herr. Das ist richtig, Herr. Ich danke euch für die Ehre, die ihr mir erzeigt. Und mit dergleichen Ausdrücken von Artigkeit und Zutrauen werden alle Worte, die der andere vorbringt, begrüßt. Und er geht weg und wundert sich, wie der Mann in den Ruf gekommen sei, der sich so allgemein verbreitet hat, dass man kein Geschäft mit ihm zustande bringen könne. Wenn er ihn aber das nächste Mal trifft, so ist die angenehme Täuschung vorüber und er findet sich ein großes Stück weiter von seinem Ziel zurück, als da er sich Hoffnung auf einen guten Erfolg machte. Thomas' Augen und Zunge drücken eine völlige Vergessenheit von dem aus, dessen er sich innerlich aufs Genaueste bewusst ist, und der andere muss seine Arbeit von neuem anfangen, mit dem Nachteil, dass sein Gegner sich in allen Stücken zu hüten weiß. Obgleich Thomas, sei es durch übernatürliche Mitteilung oder, wie manchem wahrscheinlicher vorkommt, durch Erfahrungen belehrt, misstrauisch gegen die Menschen und im Umgange verschlossen sich zeigt, so ist er doch kein Menschenfeind. Niemand schätzt mehr als er die Freuden einer lustigen Tafel, die Liebe zum Geld, die eine vorherrschende Neigung bei ihm ist, und der Gewinn, den ihm sein unermüdlicher Fleiß während eines ziemlich langen und glücklichen Lebens gebracht, haben ihn den Wert der Mäßigkeit während dieser Zeit erkennen lassen, wenigstens wenn ein Geschäft verlangt, dass man seine Gedanken beisammen habe. Es ist ihm daher Hauptregel, keinen Trunk anzunehmen, als an einem Sonntage. Doch gestattet er sich Ausnahmen. Unter diesen waren alle Markttage, die in seiner Nachbarschaft gehalten wurden, ferner alle Tage, an welchen Leichenbegängnisse, Hochzeiten und Taufen unter seinen Freunden im Umfange einiger Meilen stattfanden. Seltsam scheint es vielleicht, dass er Leichen größere Aufmerksamkeit schenkte als Taufen oder Heiraten. Man kann dies als uneigennützige Teilnahme an der Würde der Dahingegangenen betrachten, die in unserer selbstischen Welt nicht häufig ist. Aber ich besorge, dasjenige, was Thomas Bourke treibt, dem Toten mehr Rücksicht zu bezeigen als dem Lebenden, ist genau dasselbe, was die meisten anderen Menschen gerade zu dem Gegenteil bewegt, nämlich Hoffnung eines zukünftigen Vorteils und Furcht vor zukünftigem Übel. Denn das stille Volk, diese ebenso mächtigen als launenhaften Wesen, haben unter denen, welche die Erde bewohnen, ihre Lieblinge. Manchmal äußern sie ihre Gunst dadurch, dass sie diese von der Bürde eines niederdrückenden Lebens erlösen, und oft belohnen oder bestrafen sie den Lebenden nach dem Grad von Achtung, den er der Beerdigung und dem Andenken des erwählten Toten bezeigt. Vielleicht sucht darin auch mancher den Grund der vielen menschenfreundlichen und liebreichen Handlungen, die Thomas und andere Glieder seiner Familie so oft und mit sichtbarer Bereitwilligkeit ausüben. Ein Bettler hat selten ihren Hof mit einem leeren Sack verlassen, vergeblich um ein Nachtlager gebeten oder um eine Mahlzeit von Kartoffeln und Milch, welche hinreicht, den Hunger eines irländischen Bettlers zu befriedigen. Denn wer diesen stillen will, muss zugleich Rücksicht auf den Beistand nehmen, den ein ausgemergelter Hund und zwei oder drei nicht minder heißhungrige Kinder zu leisten pflegen, die sich zur Entschädigung für ihre äußeren Blößen gerne innerlich ausfüttern. Wird einer von den armen Wichten in der Nachbarschaft vom Fieber niedergeworfen, so räumt Thomas dem Kranken eine ledig stehende Hütte auf einem seiner Pachtgüter, denn er hat dem Ererbten noch eins zugefügt, ein oder schickt seine Arbeiter, um ihm einen Schoppen neben der Hecke aufzuschlagen und sendet ihm Stroh zum Lager,
wenn die Kränklichkeit fortdauert. Seine Frau, deren Milchkammer wegen ihrer Größe berühmt ist, liefert eine Woche lang Milch, und diese Hilfsleistungen werden oft auf die ganze Familie des Kranken ausgedehnt, die vielleicht in den höchsten Grad von Elend versinkt, solange der Mann oder Vater zur Arbeit unfähig ist. Wenn auch einige dieser Handlungen in jener vorhin erwähnten Furcht oder Hoffnung ihren Grund haben, so entspringen doch andere aus dem gemischten Gefühl von Mitleid und Pflicht, welches bisweilen aus dem Herzen eines irländischen Bauern hervorbricht, obgleich es gewöhnlich in eine Decke von Geiz und Trug eingehüllt ist. Daher kamen auch die Worte, die ich einmal hörte und die man nicht missverstehen darf. Wenn wir etwas empfangen, so ist's nur ehrlich, dass wir ein wenig davon wieder zurückgeben. Thomas lässt sich nicht leicht bewegen, von dem stillen Volke zu sprechen, mit dem er in häufigem und genauem Verkehr stehen soll. Glaubt aber jemand an die Elfen und ihre Macht und an die gelegentliche Übertragung derselben auf ihn, so schlägt er es, auf besondere Bitten, selten ab, sein hohes Vorrecht in Ausübung zu bringen, wenn ein Unglücklicher in der Nachbarschaft von einem Schlag der Elfen ist gelähmt worden. Immer aber will er erst durch Bitten gewonnen sein. Er macht anfangs Schwierigkeit und muss mit einer kleinen, freundlichen Gewalt genötiget werden. Bei solchen Gelegenheiten ist er ungewöhnlich feierlich und geheimnisreich und fällt etwa ein Wort von Vergeltung, so verlässt er sogleich den unglücklichen Kranken, weil dergleichen Anerbietungen die Überirdischen geradezu beleidigen. Es ist wahr, dass da der Arbeiter seines Lohnes wert ist, andere, die gleich ihm begabt sind, kein Bedenken tragen von den Kranken, aber erst nach der Genesung eine Belohnung anzunehmen. Es ist aufgezeichnet, dass einmal einer Frau eine ansehnliche Belohnung gegeben wurde, welche wie Thomas in der geheimen Wissenschaft erfahren war und welche hier verdient erwähnt zu werden. Nicht bloß, weil sie eine Nachbarin und Nebenbuhlerin von Thomas war, sondern auch wegen des besonderen Umstandes, dass eine Mutter ihren Namen von ihrem Sohn ableitete. Ihr Sohn hieß Owen und sie überall Owen Savauhair, Owens Mutter. Sie war bei der vorhin erwähnten Gelegenheit überredet worden, einem jungen Mädchen ihre Hilfe angedeihen zu lassen, welches den Gebrauch des rechten Beins verloren hatte. Owens Mutter fand die Heilung sehr schwer. Eine Reise von etwa 9 Stunden war nötig, wahrscheinlich um einen aus dem stillen Volke zu besuchen, der in so weiter Entfernung wohnte. Und diese Reise musste auf dem Rücken einer weißen Henne gemacht werden. Sie kam in dessen Zustand und zur bestimmten Stunde, wie die seltsame Frau vorhergesagt hatte, nämlich als die Henne mit ihrem Reiter an dem Ziel der Fahrt angelangt war, wurde die Kranke von einer unwiderstehlichen Tanzlust ergriffen, welcher sie bei vollkommenem Gebrauch der kranken Glieder zu großer Freude ihrer bekümmerten Familie ein Genüge tat. Die Belohnung war in diesem Falle, wie billig, ungewöhnlich groß, wegen der Schwierigkeit, eine Henne zu finden, die willig war, mit einer solchen Last eine so lange Reise zu unternehmen. Um Thomas Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so muss man gestehen, dass er bei solchen Gelegenheiten völlig uneigennützig ist, wie ich von mehr als einem gehört habe, der davon genau unterrichtet war. Vor einigen Monaten heilte er ein junges Mädchen, die Schwester eines Krämers, der in seiner Nähe lebt, welche der Elfenschlag getroffen hatte, als sie von einer Leiche zurückkehrte und mehrere Tage lang sprachlos geblieben war. Er schlug beharrlich jede Belohnung aus und sagte, dass, wenn er auch nicht so viel hätte, um sich satt zu essen, er in diesem Falle nichts annehmen würde, weil das Mädchen bei der Leiche einen von dem guten Volke, der zu seiner eigenen Familie gehörte, beleidigt hätte. Und ob er ihr gleich einen Gefallen tun wollte, so könnte er doch nichts von ihr annehmen. Zu der Zeit ungefähr, wo diese letzte merkwürdige Begebenheit sich ereignete, hatte ein Freund von mir, Herr Martin, der ein Nachbar von Tommys ist, ein Geschäft mit ihm abzuschließen und unsägliche Mühe, es zu beendigen. Zuletzt,
nachdem alle Mittel der Güte vergeblich waren, nahm Martin seine Zuflucht zu gerichtlicher Hilfe, welche den Thomas zur Vernunft brachte. Die Sache war zu gegenseitiger Zufriedenheit und bei vollkommen guter Laune zwischen beiden Teilen vollführt. Da die Übereinkunft in Herrn Martins Hause nach dem Mittagsessen stattfand, so nötigte er den Thomas zu einem Glas feinen Punsch in den Saal herein. Er hatte schon längst gewünscht, mit seinem ungewöhnlich begabten Nachbarn in ein Gespräch zu geraten, worin er etwas Näheres von dessen übernatürlichen Kräften herausfragen könnte. Und da Frau Martin, welche in dem Zimmer zugegen war, bei Thomas in besonderer Gunst stand, so schien die Gelegenheit günstig. Wahrhaftig, Thomas, hub Herr Martin an, das war ein seltsamer Handel mit der Marie Dwyers, die ihre Sprache so plötzlich am folgenden Tag wieder erhielt. Das sollte man wohl meinen, Herr, antwortete Thomas, indessen meine Arbeit dabei war gering, nicht der Rede wert. Euer Wohl, Madame, sagte er, indem er sich zu Frau Martin wandte. Ich danke euch, Thomas, aber mir ist erzählt worden, ihr hättet einmal Kummer dieser Art in eurer eigenen Familie gehabt. Jawohl, Madame, antwortete er, Kummer genug, doch zu der Zeit wart ihr noch ein Kind. Kommt her, Thomas, sagte der gastfreie Herr Martin, indem er ihn unterbrach, nehmt noch ein Glas, und reichte es ihm hin. Ich wünschte, ihr erzähltet uns einiges davon, wie ihr mehrere eurer Kinder verloren habt. Mir ist erzählt worden, dass sie dahin gestorben sind, eins nach dem anderen, und dass euer ältester Sohn auf eine wunderbare Weise gerettet wurde, nachdem ihn die Ärzte schon aufgegeben hatten. Das ist wahr, Herr, antwortete Thomas. Euer Vater, der Doktor, Gott habe ihn selig, ich will ihn nicht in seinem Grabe beunruhigen, sagte mir, als mein viertes Söhnchen eine Woche lang krank gelegen hatte, dass er und Dr. Barry alles täten, was sie könnten, aber nicht imstande wären, ihn vom Tod zu erretten. Sie vermochten nichts mehr, wenn das Volk, welches die übrigen wegnahm, auch diesen Weg nehmen wollte. Doch sie ließen mir ihn, und mir ist sehr leid, dass ich nicht vorher wusste, warum sie mir meine Kinder wegnahmen, und hätte ich es gewusst, so würde ich mich auf zwei Ärzte nicht verlassen haben. Und wie fandet ihr das heraus, Thomas? Fragte Herr Martin weiter. Das will ich euch sagen, Herr. Als euer Vater so zu mir sprach, wie ich euch erzählt habe, wusste ich nicht, was ich anfangen sollte. Ich ging hinab zu dem kleinen Heckenweg, den ihr kennt, neben dem Fluss, bei Dick Heffys Grund, weil das ein einsamer Ort ist, wo ich meinen Gedanken nachhängen wollte. Ich war schwermütig, Herr, und mein Herz gepresst, wenn ich an den bevorstehenden Verlust meines kleinen Knaben dachte. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Nachricht vor die Augen der Mutter treten sollte, die ihn auf das Zärtlichste liebte. Und sie von allen konnte sich am schwersten trösten, da sie eben vor einer Woche B der Leiche ihres Bruders geweint hatte. Auf dem Wege dahin begegnete ich einem alten Bettler, der des Jahres ein- oder zweimal auf den Platz zu kommen pflegt und der gewöhnlich in eurer Scheune schläft, wenn er sich in der Nachbarschaft aufhält. Er fragte, wie es mir ginge. Schlimm genug, Jacob, antwortete ich. Mich betrübt euer Unglück, sagte er. Doch ihr seid ein einfältiger Mann, Herr Burke. Euer Sohn würde bald wieder gesund sein, wenn ihr nur tun wolltet, was für seine Umstände gut ist. Was kann ich mehr tun, Jacob? Fragte ich. Die beiden Ärzte geben ihn auf. Die Ärzte wissen so wenig, was ihm fehlt, als sie wissen, was einer Kuh fehlt, wenn sie keine Milch geben will, antwortete Jacob. Geht zu dem und dem und nannte mir seinen Namen und versucht das, was er euch sagen wird. Und wer war das, Thomas? Fragte Herr Martin. Ich kann euch das nicht sagen, Herr, antwortete Thomas mit einem geheimnisvollen Blick. Indessen, ihr habt ihn oft gesehen und er lebt nicht weit von hier. Ich hatte ihn schon vorher auf die Probe gestellt. Und wenn ich gleich zu ihm gegangen wäre, so hätte ich noch einige von jenen, die dahin sind. Und das hat mir Jacob oft gesagt. Also, ich ging zu dem Manne, und er kam.
kam mit mir in mein Haus. Ich tat alles, was er verlangte. Seinem Befehl gemäß nahm ich meinen kleinen Knaben gleich aus dem Wohnhaus, todkrank wie er war, und machte ihm und mir ein Bett im Stall. Ja, Herr, ich lag neben ihm im Bett zwischen zwei Kühen, und er fiel in einen tiefen Schlaf. Er geriet in großen Schweiß, mit eurer Erlaubnis zu reden, als sei er durch das Wasser gezogen, atmete schwer, mit großer Beängstigung der Brust, und es stand schlimm, sehr schlimm mit ihm. Gegen Mitternacht glaubte ich, sein Ende sei gekommen, und ich stand auf, den Mann zu holen, von dem ich euch gesagt habe. Aber ich traf ihn nicht. Es war kein Mensch in dem Stall als das Kind. Und ich. Ein Kerzenlichtchen brannte nur in die Mauer vom fernen Ende des Hauses gesteckt. Es war gerade hell genug, um eine Gestalt zu erkennen, die daherkam oder bei uns stand. Es war so still wie auf dem Kirchhofe. Nichts hörte man als die Kühe, welche ihr Futter fraßen. Eben, als ich, wie gesagt, im Begriffe war, aufzustehen. Ich will meinem Vater nichts nachsagen. Es war ein guter Vater gegen mich. So sah ich ihn neben dem Bette stehen. Die rechte Hand streckte er nach mir aus. Mit der linken stützte er sich auf einen Stock, dessen er sich im Leben zu bedienen pflegte, und sah heiter und lächelnd zu mir, als wollte er sagen, ich sollte ohne Furcht sein. Ich würde das Kind nicht verlieren. Seid ihr es, Vater? Redete ich ihn an. Bei der Liebe zu denen, die dahingegangen sind, lasst mich eure Hand fassen. Er tat es, Herr, und seine Hand war so zart wie die eines Kindes. Er stand da so lange, als wenn ihr die Straße hinabgehen wolltet, bis zu ihrem Ende und wieder zurück. In weniger als einer Woche war das Kind so wohl, als wenn ihm nie etwas gefehlt hätte. Und es gibt zur Stunde keinen gesunden Burschen von 19 Jahren von eurem gesegneten Hause bis zur Stadt Ballyporeen über die Berge von Kilworth. Aber mich dünkt, Thomas, sagte Herr Martin, ihr hättet eurem Vater mehr Verbindlichkeit als dem Manne, der euch von Jacob empfohlen ward. Oder meint ihr vielleicht, dass er es war, der eure Feinde unter dem stillen Volke günstig stimmte, und dass dann euer Vater? Ich bitte um Verzeihung, Herr, sagte Burg, indem er ihn unterbrach. Aber nennt sie nicht meine Feinde. Ich möchte um vieles nicht dabei sitzen, wenn sie so genannt werden. Nehmt mir's nicht übel, Herr. Ich wünsche euch gute Gesundheit und langes Leben. Ich versichere euch, entgegnete ihm Herr Martin. Ich wollte euch nicht beleidigen, aber war es nicht so, wie ich sagte? Ich kann euch das nicht mitteilen, sagte Thomas. Ich bin deshalb gebunden. Wie sich das aber auch verhält. Ihr könnt gewiss sein, der Mann, von dem ich sprach, mein Vater und jene, die es wissen, die begütigten es. Hierauf entstand eine Pause, welche Frau Martin benutzte, den Thomas auszuforschen, ob sich nicht einmal etwas Seltsames mit einer Ziege und ein paar Tauben zugetragen habe, während der Krankheit der Kinder, da Thomas oft geheimnisreich auf diese Umstände angespielt hatte. »Ei, sie«, sagte er, indem er sich zu Frau Martin wendete, »was für ein gutes Gedächtnis. Aber ihr habt recht. Die Ziege gab ich eurer Mutter, weil die Ärzte ihr Ziegenmolke verordnet hatten.« Frau Martin nickte Bestätigung zu und Thomas fuhr fort. »Die Ziege befand sich in so gutem Zustand als irgendeine, einen Monat, nachdem sie zu eurem Vater geschickt war. Am Morgen nach jener Nacht«, von der ich euch erzählt habe, ehe das Kind erwachte, stand seine Mutter an der Luke, die aus dem Scheunenhof auf den Weg führte, und sah zwei Tauben, welche von dem Turm der Stadt Kilworth über die Kirche herwärts flogen. Nun merkt, sie hielten in ihrem Fluge nicht an, bis sie zu dem Hause kamen, das jenseits des Flusses an dem Berge steht und nach eurer Meierei hingerichtet ist. Da fielen sie auf den Schornstein des Hauses, und nachdem sie sich eine Minute oder zwei umgeschaut hatten, flogen sie gerade über den Fluss und ließen sich auf der Forst des Stalles nieder, wo wir, das Kind und ich, lagen. Glaubt ihr, Herr, dass diese Tauben ohne Ursache kamen? Gewiss nicht, Thomas, sagte Herr Martin. Gut,
Die Frau kam ganz erschrocken und erzählte es mir. Sie fing an zu schreien. »Stille, du unkluges Weib«, sagte ich. »Das ist desto besser.« »Wahrhaftig, das war es. Was denkt ihr davon, Madame? Die Ziege, die ich eurer Mutter gab und die denselben Morgen bei Sonnenaufgang neben Hans Kronin gesehen wurde, grasend und so munter als eine Biene, fiel plötzlich tot hin, ohne dass ein Mensch wusste, warum, vor seinen Augen. Und in dem Augenblick sah er zwei Tauben von dem Gipfel des Hauses aus der Stadt fortfliegen, nach dem Weg von Lismore. Es war zu derselben Zeit, wo meine Frau sie sah, wie ich euch erzählt habe. Das war in der Tat seltsam, Thomas, sagte Herr Martin. Ich wollte, ihr könntet uns eine Erklärung davon geben. Ich wollte, ich dürfte es, Herr, war die Antwort. Aber meine Zunge ist gebunden. Ich darf nur so viel sagen, als mir verstattet ist. Ein wenig mehr, als einer Schildwache erlaubt ist, von ihrem Posten sich zu entfernen. Mich dünkt, ihr sagtet, dass ihr schon vorher einige Bekanntschaft mit dem Manne gehabt hättet, der euch bei der Heilung eures Sohnes Beistand leistete, sagte Herr Martin. Freilich, Herr, ich hatte schon eine Probe von dem Mann. Doch mehr darf ich euch nicht sagen. Aber habt ihr Lust zu hören, wie er zu seiner Kunst gekommen ist? Oh, sehr gern, sagte Herr Martin. Doch ihr könnt ihn bei seinem Taufnamen nennen, damit wir die Geschichte von ihm besser verstehen, fügte Frau Martin hinzu. Thomas hielt einen Augenblick inne, um den Vorschlag zu erwägen. Wohlan, sagte er. Ich glaube, ich darf es tun, wie es auch kommen mag. Sein Name ist Patrick. Er war ein durchaus lebhafter, tätiger und gescheiter Mann, und er wäre ein vornehmer Geistlicher geworden, wenn er danach getrachtet hätte. Das erste Mal, wo ich ihn kennenlernte, war bei meiner Mutter Leichenfeier. Ich war in großer Besorgnis, weil ich nicht wusste, wo ich sie hinbegraben sollte. Ihr Volk und meines Vaters Volk, ich meine, ihre beider Freunde unter dem stillen Volke, kämpften miteinander auf das Heftigste an dem Kreuzwege von Dunman, auf wessen Kirchhof sie sollte begraben werden. Der Streit dauerte 3 Nächte, ohne dass er konnte beigelegt werden. Die Nachbarn wunderten sich, dass ich so lange wartete, ehe ich meine Mutter begrübe. Aber ich hatte meine Gründe, die ich nur damals nicht sagen konnte. Um kurz zu sein, Patrick kam am 4. Morgen und sagte mir, die Sache sei abgetan, und wir begruben sie auf den Kilcrumper Kirchhof bei meines Vaters Volk. Das war ein schätzbarer Freund, Thomas, sagte Herr Martin, indem er mit Mühe ein Lächeln unterdrückte. Doch ihr wolltet uns ja erzählen, wie er zu so großen Einsichten gekommen ist. Herzlich gerne, antwortete Burg. Euer Wohl, Madame. Aber ich trinke zu viel von diesem Punsch, Herr. Jedoch, die Wahrheit zu sagen, ich habe noch niemals so guten gekostet. Der läuft die Gurgel hinab wie süßes Öl. Doch was wollte ich eben sagen? Ja, Patrick war einmal, vor vielen Jahren, auf dem Heimweg von einer Leichenfeier und befand sich auf der Seite des Flusses, die dem großen Wiesengrund gegenüberliegt, neben der Furt von Ballyhefern. Er hatte ein Glas getrunken, das ist wahr, doch er war nur ein wenig lustig und wusste sehr wohl, was er tat. Der Mond schien, es war in dem Monat August, und der Fluss so klar und glänzend wie ein Spiegel. Er hörte eine Zeit lang nichts als den Fall des Wassers an dem Mühlendamm, eine halbe Stunde den Fluss weiter hinab, und dann und wann das Blöken der Lämmer auf der anderen Seite des Flusses. Plötzlich entstand ein Lärm von einer großen Menge Volk. Sie lachten, als wollte ihnen das Herz zerspringen, und ein Pfeifer war unter ihnen und machte Musik. Es kam von dem Wiesengrund auf der anderen Seite der Furt, und er sah durch den Dunst, der über dem Fluss hing, einen ganzen Haufen Volk, welches auf dem Anger tanzte. Patrick liebte den Tanz nicht weniger als das Glas, und das ist genug gesagt. Er zog geschwind Schuhe und Strümpfe aus und eilte durch die Furt hinüber. Nachdem er Schuhe und Strümpfe wieder angezogen hatte, ging er in das Getümmel hinein und mischte sich eine Zeit lang darunter, ohne bemerkt zu werden.
Er dachte, sie sollten an ihm einen Tänzer sehen, der sie alle überträfe, denn er bildete sich auf die Geschicklichkeit seiner Füße etwas ein, und zwar mit vollem Recht, denn es war kein Bursch in dem ganzen Sprengel, der behendere Sprünge machen konnte. Doch, pah, sein Tanz verhielt sich zu ihrem Tanz, wie sich mein Tanz zu dem eurigen Madame verhalten würde. Es sah gar nicht aus, als ob sie Knochen in ihrem Leib hätten, und sie sprangen in die Höhe, als ob sie nichts ermüden könnte. Patrick schämte sich innerlich, weil er gedacht hatte, seinesgleichen wäre in der ganzen Grafschaft nicht zu finden, und machte sich davon, als ein kleiner, alter Mann zu ihm kam, der die ganze Gesellschaft verdrießlich ansah, als hätte er kein Wohlgefallen an dem, was vorging. »Patrick«, sagte er. Patrick starrte ihn an. Er dachte nicht, dass jemand ihn kennen sollte. »Patrick«, sagte er, »ihr habt den Mut verloren. Und das ist kein Wunder. Doch es steht ein Freund bei euch. Ich bin euer und eures Vaters Freund. Und euer kleiner Finger ist mir lieber als alles, was hier ist. Obgleich sie denken, niemand sei so vortrefflich wie sie. Geht hin in den Kreis und verlangt einen Tanz. Seid ohne Furcht. Ich versichere euch, der Beste von ihnen vermag nicht, was ihr könnt, wenn ihr tun wollt, wie ich euch bitte.« Patrick hatte ein inneres Gefühl, dass er dem alten Manne nicht widersprechen dürfe. Er trat in den Kreis und rief dem Pfeifer zu, den besten Tanz, den er wisse, zu spielen. Und in der Tat, alles, was die anderen leisten konnten, war nichts gegen ihn. Er sprang auf wie ein Aal hierhin und dorthin, leicht wie eine Feder, wiewohl das Volk die Musik hören konnte, welcher seine Bewegungen folgten, indem sie zu jeder Wendung den Takt angaben, gleich dem linken Fuße des Pfeifers. Zuerst tanzte er einen Bauerntanz auf ebener Erde, dann brachten sie einen Tisch herbei, und er tanzte darauf einen Hopser, welcher das Freudengeschrei der ganzen Gesellschaft hervorlockte. Zuletzt verlangte er einen großen, runden Teller, auf welchem man die Speisen zu zerschneiden pflegt. Und als sie sahen, dass er gleich einem Kräusel sich darauf drehte, so wussten sie nicht mehr, was sie von ihm halten sollten. Einige rühmten ihn als den besten Tänzer, der in den Kreis gekommen wäre. Andere hassten ihn, weil er sie übertraf. Gleichwohl hatten sie vollkommen recht, wenn sie sich für besser hielten als ihn oder jeden anderen, der schon einen so weiten Weg gemacht hatte. Und was war der Grund von diesem großen Erfolg? Fragte Herr Martin. Er konnte nicht anders, Herr, erwiderte Thomas Burg. Die ihm dazu die Geschicklichkeit verliehen, können mehr, als was sie an ihm taten. Wie sich das nun verhalten mag, als er fertig war, wünschten sie, dass er noch einmal tanzen möchte. Aber er war müde, und sie konnten ihn nicht überreden. Zuletzt ward er böse und schwur einen teuern Eid, dass er keinen Schritt mehr tanzen wollte. Und kaum war das Wort aus seinem Munde, als er sich ganz allein befand und nur eine weiße Kuh neben ihm graste, entdeckte er niemals, wie er mit dieser ungewöhnlichen Fertigkeit im Tanze begabt worden war. »Thomas«, fragte Herr Martin, »das will ich euch gleichfalls erzählen, Herr«, antwortete Borg, »wenn ich daran komme.« Auf dem Heimweg ward er von einem Schauer überfallen und er legte sich zu Bette. Den folgenden Tag hatte er Fieber oder etwas der Art, denn er redete irr, als wenn er wahnsinnig wäre. Sie konnten nicht verstehen, was er sagte, wiewohl er in einem Fort redete. Die Ärzte gaben ihn auf, doch die wussten viel, was ihm fehlte. Als er nun, wie ich euch sage, 10 Tage krank lag und jedermann dachte, er würde hinsterben, trat einer seiner Nachbarn zu ihm ein mit einem Manne, einem Freund von ihm, aus Ballinlacken, der einige Zeit zuvor sich bei ihm aufgehalten hatte. Ich kann euch von ihm nur so viel sagen, dass er Darby hieß. In dem Augenblick, wo Darby den Patrick erblickte, zog er eine kleine Flasche mit Kräutersaft aus seiner Tasche und gab ihm davon zu trinken. Das tat er 3 Wochen lang jeden Tag, und danach hatte Patrick Kräfte genug, wieder auszugehen, und war so gesund und stark wie je.
in seinem Leben. Doch es dauerte lange Zeit, ehe er wieder zu sich selbst kam, und er pflegte den ganzen Tag neben dem Graben zu wandeln, mit sich selbst im Gespräch, gleich als wäre jemand bei ihm. Und so war es, in der Tat. Oder er wäre der Mann nicht, der er heute ist. Ich denke, von einem solchen Gefährten sind ihm seine Kenntnisse mitgeteilt worden, sagte Herr Martin. Ihr habt es getroffen, Herr, antwortete Bork. Darby sagte ihm, seine Freunde wären zufrieden mit dem, was er in jener Nacht im Tanzen getan hätte, und obgleich nicht imstand, das Fieber zu verhindern, wollten sie ihn doch nicht unterliegen lassen und ihm Wissenschaft von Dingen geben, die außer ihnen nicht vielen bekannt wären. Das taten sie auch. Ihr werdet selbst merken, das Volk, das er in der Nacht auf dem Wiesengrund antraf, waren Freunde von einer besonderen Partei, ausgenommen der alte Mann, der ihn anredete. Er war ein Freund von Patricks Familie, und es ging ihm gegen das Herz, dass die anderen so leicht und behend sich zeigten, und es war ihm innerlich kränkend anzuhören, wie sie prahlten, dass ihre Reigen und Tänze durch die ganze Grafschaft sich erstreckten. Darum verlieh er dem Patrick in der Nacht die Geschicklichkeit zum Tanz und hernach die Wissenschaft, weshalb ihn alle, die ihn kennen, anstaunen. Und es ist kein Zweifel, er lernte sie zu der Zeit, als er nach dem Fieber in seinen Gedanken auf- und abging. Ich habe manche wunderliche Geschichte von dem Wiesengrund BE der Furt von Ballyheffern gehört, sagte Herr Martin. Es ist ein großer Versammlungsplatz für das stille Volk. Nicht wahr, Thomas? Das ist wohl wahr, Herr, antwortete Bork. Ich könnte euch vieles davon erzählen. Wie oft habe ich 2 Stunden lang auf dem jenseitigen Ufer gesessen bei Mondschein und habe zugesehen, wenn sie im Ringe spielten, als sollte ihnen das Herz davon zerspringen, mit ihren Röckchen und Leibchen. Und eine Partei hatte weiße Tücher auf dem Kopf, die andere rote, gerade wie ihr es sonntags auf Herrn Simmings großem Felde erblicken könnt. Ich sah sie einmal in einer Nacht beim Untergang des Mondes spielen, ohne dass eine Partei den Ball der anderen hätte fangen können. Gewiss hätten sie noch miteinander gekämpft, wenn der Morgen nicht nah gewesen wäre. Wie mir gesagt ist, Madame, so pflegte euer Großvater gleichfalls sie dort zu sehen, sagte Bork, indem er sich zu Frau Martin wendete. So ist mir auch gesagt, Thomas, antwortete sie. Aber es heißt ja auch, der Kirchhof zu Kilcrumper sei nicht weniger ein Lieblingsplatz des stillen Volkes als der Wiesengrund B. Ballyheffern. Das hat seine Richtigkeit, Madame. Aber habt ihr niemals gehört, was dem David eben auf jenem Kirchhof begegnet ist, sagte Bork. Und indem er sich zu Herrn Martin wendete, fuhr er fort. Es war lange, ehe er in euren Dienst kam, Herr. Er ging eines Abends von dem Markt zu Kilcrumper, ein bisschen lustig, das ist gewiss nach einem solchen Tag, und stieß auf einen Leichenzug. Während er so daneben fortwandelte, deuchte ihn, dass er in dem ganzen Haufen keine Mutterseele kennte, als einen Mann, von dem er doch wusste, dass er schon vor vielen Jahren gestorben war. Indessen ging er mit dem Zuge fort, bis sie zu dem Kirchhof zu Kilcrumper kamen, und ging wirklich mit hinein, um mit anzusehen, wie die Leiche beerdigt wurde. Sobald das Grab zugedeckt war, hatten sie nichts Eiligeres zu tun, als sich um einen Pfeifer zu versammeln, der mit ihnen gekommen war, und einen Tanz anzuheben, als ob das eine Hochzeit wäre. David wäre wohl gerne dabei gewesen, denn er hatte damals keinen so schlimmen Fuß, wie er jetzt wohl haben mag. Doch er empfand eine gewisse Scheu hinzuzutreten, weil ihm alle so fremd vorkamen, den einen Mann ausgenommen, von dem er, wie schon gesagt, glaubte, dass er tot sei. Aber eben dieser Mann, als er Davids Lust bemerkte, kam zu ihm heran. David, sagte er, suche dir eine Tänzerin aus und versuche dein Bestes. Aber nimm dich in Acht, dass du ihr nicht einen Kuss anbietest. Ich will mich hüten, sagte David, und wenn ihre Lippen von Honig wären. Und darauf ging er,
und bot dem artigsten Mädchen im ganzen Kreis die Hand und fing an, mit ihm zu tanzen. Sie tanzten einen Hüpf auf und tanzten ihn zur Bewunderung aller, die zugegen waren. Das war nun gut, bis der Tanz vorbei war. Aber gerade als er zu Ende ging, vergaß sich David, der ein Tröpfchen zu viel getrunken hatte und von dem Tanzen erhitzt war, und küsste, der Sitte gemäß, seine Tänzerin. Kaum aber hatten sich ihre Lippen berührt, so befand er sich mutterseelenallein auf dem Kirchhof. Kein lebendes Wesen bei ihm. Und alles, was er sehen konnte, waren die hohen Grabsteine. David erzählte zwar, es sei ihm vorgekommen, als wenn sie tanzten, aber ich vermute, das kam ihm nur so vor wegen des Wunderbaren, das ihm begegnet war, und weil er ein wenig zu tief ins Glas gesehen hatte. Indessen fand er, dass es viel später war, als er sich vorgestellt hatte, denn es war bald Morgen, da er heimkam. Doch niemand konnte ein Wort von ihm herausbringen, bis den folgenden Tag, nachdem er um Mittag aus einem Todesschlaf erwachte, als Thomas die Erzählung von David Rosche und dem Leichenzug beendigt hatte, war es ganz deutlich, dass Geister, von welcher Art sie nun sein mochten, zu mächtig in ihm sich regten, als dass sie noch weitere Erzählungen von dem stillen Volke gestattet hätten. Thomas schien das zu fühlen. Er murmelte ein paar Augenblicke abgebrochene Worte von Kirchhof, Flussufer, Wichtelmännern, welche völlig unverständlich waren, vielleicht ihm selbst. Endlich machte er mit dem Kopfe eine Bewegung in die Höhe, als wollte er sagen, ich könnte noch mehr erzählen, reichte mit seiner Hand nach dem Tisch, auf welchen er den geleerten Becher langsam und mit einem klugen und behutsamen Wesen hinsetzte. Dann erhob er sich von seinem Stuhl und ging, oder vielmehr schwankte, zu der Türe des Zimmers. Hierauf wendete er sich wieder gegen den Hauswirt und seine Frau, und nach einigen erfolglosen Anstrengungen, ihnen gute Nacht zu wünschen, indem die Worte, wie sie hervorkamen, von einem heftigen Schlucken unterbrochen wurden, während die Türe, die er an der Klinke gefasst hatte, hin und her fuhr und seinen ungelenken Körper mit bewegte, war er genötigt, stillschweigend fortzugehen. Ein Hirtenknabe, den sein Weib abgeschickt hatte, weil sie wohl wusste, welche Art von Lockung ihn festhielt, wenn er über die bestimmte Zeit ausblieb, wartete schon, um seinen Herrn heimzuführen. Ich zweifle nicht, dass er, ohne Schaden zu nehmen, glücklich nach Haus gekommen ist, denn ich weiß, dass er in dem letzten Monat, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, so frisch und munter war, als irgendein Mann von seinem Alter in der Grafschaft Cork. 11. Die verwandelten Elfen. Johann Mulligan war ein so ehrlicher, alter Bursche, als je einer in Carlow seinem Pferdesporn in die Seiten gesetzt hat. Außerdem war er der lustigste und munterste Geselle bei einem Punschnapf, den man weit und breit im Lande finden konnte. Er pflegte aber ein gutes Pferd zu reiten, und ein besserer Punsch als der seinige wurde B19 Edelleuten nicht getrunken. Mulligan glaubte steif und fest an Geister und ward bös, wenn jemand daran zweifelte. Er wusste mehr Geschichten davon, als in 2 Quartanten könnten gedruckt werden, und er versäumte nicht, sie zu erzählen, sobald er einen Zuhörer finden konnte. Einige glaubten ihm diese Geschichten, die meisten glaubten sie nicht. Doch niemand pflegte zuletzt mehr dem alten Manne zu widersprechen, weil es unbarmherzig gewesen wäre, ihn damit zu quälen. Doch in seiner Nachbarschaft befanden sich ein paar junge Leute, welche eben zum ersten Male während der Ferienzeit von der hohen Schule gekommen waren und die Sommermonate bei ihrem Oheim, Herrn Whaley, zubrachten, einem alten Anhänger von Cromwell, der zu Ballybeckmulliner Hone wohnte. Sie waren von ihrer Schulweisheit zu sehr angefüllt, als dass es ihnen möglich gewesen wäre, den alten Mann unangefochten seiner Wege gehen zu lassen. Sie belachten jede Geschichte, die er vorbrachte, und riefen, »Das ist unmöglich, das ist alter Weibergeschwätz« oder dergleichen. Wenn er behauptete, seine Geschichten wären aus der reinsten Quelle geflossen, ja einige ihm
von seiner eigenen Großmutter, einer achtungswürdigen alten Dame, wenn auch leicht beweglichen Geistes, als Dinge erzählt worden, die sie selbst erlebt hätte, so schnitten sie das Gespräch damit ab, dass sie behaupteten, die Großmutter wäre schon damals kindisch gewesen und hätte ohnehin in ihrer besten Zeit große Neigung gehabt, bei ihren Erzählungen ein langes Seil zu drehen. Aber, sagten sie, Mulligan, habt ihr denn selbst jemals einen Elfen gesehen? Niemals, antwortete er. Wohlan, riefen sie, bis dahin narrt uns nicht mit solchen Erzählungen eurer Großmutter. An diesem Fleck war Mulligan besonders empfindlich, und er wollte für seine Großmutter in die Schranken treten, aber die jungen Leute waren ihm zu scharf. Und zuletzt geriet er in Hitze wie gewöhnlich der, welcher B. einem Streit im Nachteil ist. Diesen Abend, da er bei ihrem Oheim, der sein alter Freund war, zu Mittag gegessen, hatte er ziemlich reichlich getrunken und war ganz aufgeregt. Endlich ward er ganz leidenschaftlich, ließ die Pferde vorführen und ungeachtet aller Bitten des Hausherrn jagte er fort, obgleich er willens gewesen war, da zu schlafen. »Ich mag nichts mehr mit diesen beiden Maulaffen und Gelbschnäbeln zu tun haben«, rief er, »die, weil sie gelernt haben, unnützes, in Trutenfüßen gedrucktes Zeug zu lesen und von einigen rotnasigen, geschwätzigen, alten Perückenstöcken unterrichtet worden sind. Nicht, dass ich sagen wollte, es könnte einer, der eine rote Nase hat, kein ehrlicher Mann sein. Sich einbilden, sie wüssten mehr als ein rechtschaffener Kerl, der sich sauer auf der Welt hat werden und ein paar Schockjahre lang sich den Wind ins Gesicht wehen lassen. In ärgerlicher Hast ritt er fort und jagte so gewaltig, als sein Ross über die Kalksteine dahinspringen konnte. »Verdammt«, stammelte er, »Gott verzeihe mir meine Sünde. Die Schurken hatten in einem Stücke recht, dass ich niemals Elfen gesehen. So wollte ich doch 5 Acker Land so gut, als eins, auf dem je Kartoffel wuchsen, darum geben, könnte ich nur einen Schimmer. Aber, gerechter Himmel, was ist das?« Er blickte auf. Vor seinen Augen zeigte sich das artigste Schauspiel von der Welt. Der Weg führte an einer anmutigen Ebene vorüber. Hier und da standen Bäume, nicht dicht wie in einem Wald, sondern 5 oder 6 beisammen oder auch einer ganz allein, und erhoben sich über dem grünen Grund, wie ein Vorgebirg aus der See aufsteigt. Er war gerade der Krone des Gehölzes gegenübergekommen, einer Eiche, welche in den ältesten Urkunden der Grafschaft, und die waren wenigstens 500 Jahre alt, die alte Eiche von Ballinhassig genannt wurde. Die Zeit hatte den Stamm ausgehöhlt, während noch immer mächtige Äste mit ihrem dunklen, gezackten Laubwerk hin und her sich bewegten. Der Mond schien eben in vollem Glanz. Und bei diesem Licht bemerkte Mulligan eine allerliebste Gesellschaft kleiner, artiger Gestalten, die unter der Eiche in immerwährender, behender Bewegung tanzten. Es waren viele beisammen. Einige breiteten sich fern noch über den fernsten Schatten der Eichenäste aus. Andere zeigten sich glänzend in den fliegenden Lichtern, die zwischen den Blättern durchdrangen. Andere konnte man ungehindert sehen, wie sie sich am Stamme unten niedergelassen hatten. Andere endlich waren ohne Zweifel vor seinen Augen noch verborgen. Niemals hat man etwas Lieblicheres gesehen. Sie waren kaum 3 Daumen hoch, aber weiß wie der gefallene Schnee, und von unzähliger Menge. Mulligan hing dem Pferd den Zügel über den Hals und ritt bis zu der niedrigen Mauer, welche die Anlage umgab. Und darauf gelehnt, beobachtete er mit unaussprechlichem Vergnügen ihre Tänze und Sprünge. Bei diesem längern Anschauen bemerkte er bald manches, was ihm anfangs nicht in die Augen gefallen war. Besonders zeigte sich in der Mitte der König in größerer Gestalt, um welchen sich die Gruppe zu bewegen schien. Er starrte so lange, bis er endlich vor Freude sich nicht mehr zurückhalten konnte und laut rief, »Recht so, kleiner Geselle, wohl gesprungen und tüchtig!« Aber in demselben Augenblick, wo er diese Worte ausgesprochen hatte, verfinsterte sich die Nacht
und die Elfen verschwanden mit Blitzesschnelle. »Ich wünschte«, sagte Mulligan, »ich hätte meine Zunge im Zaum gehalten, doch es macht nichts aus. Jetzt will ich sogleich umkehren und nach der Burg Ballybeg Molina Hone zurückgehen und die eingebildeten, überklugen jungen Herren auf diesen Platz heraustreiben.« Mulligan eilte mit Windesschnelligkeit zurück. Er rasselte heftig an der Türe und rief laut nach den beiden Jünglingen. »Heda«, sagte er, »ihr jungen Plattköpfe, kommt herunter, wenn ihr euch getraut. Ihr sollt euch mit eigenen Augen überzeugen, dass ich wahr gesprochen habe.« Der alte Whaley steckte seinen Kopf aus dem Fenster und sprach, »Johann Mulligan, was bringt euch so spät wieder zurück?« »Die Elfen«, schrie er, »die Elfen!« »Ich fürchte«, murmelte der Herr von Ballybeg Molina Hone, »ihr habt in das letzte Glas, das ihr trankt, zu wenig Wasser gegossen. Doch es hat nichts zu sagen. Kommt herein und kühlt euch bei einem Becher Punsch ab.« Er kam herein und setzte sich wieder an den Tisch. In großer Begeisterung erzählte er seine Geschichte. Tausend und abermal tausend Elfen hatte er gesehen, tanzend unter der alten Eiche von Balinhassig. Er beschrieb ihre prächtigen Kleider von glänzendem Silber, ihre runden, flachen Hüte in dem Mondschein schimmernd und die fürstliche Gestalt und Haltung des Oberhaupts. Er fügte hinzu, dass er ihren Gesang gehört und die entzückende Musik, die sie gemacht hätten. Doch das war bloße Einbildung. Die jungen Leute lachten. Mulligan ließ sich nicht irren. »Wenn wir nun«, sagte einer von ihnen, »mit euch gemeinschaftlich zu dem Platz hinausritten, wo ihr die prächtige Gesellschaft von Elfen gesehen habt?« »Gut«, rief Mulligan, »nur kann ich euch nicht versprechen, dass ihr sie dort finden werdet, denn ich sah sie in die Höhe rauschen, wie einen Schwarm Bienen, und hörte ihre Flügel in der Luft sausen. Das war aber eine Prahlerei, denn Mulligan hatte nichts dergleichen gehört. Sie ritten alle drei fort und kamen zu dem Gehölz. Sie langten bei der Mauer an, dem großen Baum gegenüber, und der Mond war aus den Wolken wieder aufgetaucht und schien so hell, als wie Mulligan zuerst vorbeikam. »Schaut dort«, rief er frohlockend, denn dasselbe Schauspiel begann wieder vor seinen Augen und deutete mit seiner Reitgerte hin, »schaut und leugnet, wenn ihr imstande seid.« »Wahrhaftig«, sagte einer von den Jünglingen mit einigem Nachsinnen, »dort sehen wir eine Gesellschaft weißer Gestalten, aber wären das Geister noch zehnmal mehr, ich gehe doch unter sie.« Damit stieg er ab, um über die Mauer zu klettern. »Ach, Thomas, Thomas«, rief Mulligan, »halt, halt, was wollt ihr tun? Die Geister, das stille Volk, mein ich, haben es nicht gern, wenn sich jemand unter sie mischt. Ihr werdet gezwickt oder geblendet, oder euer Pferd verliert die Eisen, oder, nun seht, einen Eigensinnigen muss man gewähren lassen. Ach, oh, oh, jetzt ist er bald bei der Eiche. Gott stehe ihm bei, denn kein Mensch kann ihm mehr helfen.« In diesem Augenblick war Thomas bei der Eiche angelangt und wollte bersten vor Lachen. »Mulligan«, rief er, »behaltet eure Gebete für euch. Eure Geister sind nicht so bösartig. Ich glaube, sie geben eine leidlich gute Brühe.« »Brühe?«, sagte Mulligan, welcher, als er fand, dass die beiden Jünglinge, denn der zweite war seinem Bruder gefolgt, mitten unter den Geistern lachend standen, abgestiegen und langsam vorgegangen war. »Was meint ihr mit Brühe?« »Nichts«, antwortete Thomas, »als dass es Schwämme sind, denn das waren sie wirklich. Und euer Oberon ist nur ein übergroß gewachsener Pilz.« Der arme Mulligan gab sein Erstaunen in einem langen Ausruf zu erkennen, schwankte, ohne noch ein Wort zu sprechen, zu seinem Pferd und ritt in starkem Galopp nach Haus, ohne einmal hinter sich zu schauen. Es dauerte lang, ehe er es wagte, den beiden Lachern in Ballybeg Molina Hone vor die Augen zu treten, und bis zu seinem Tod nannte ihn das Volk den Pilzenhans in diesem und fünf anderen Kirchsprengeln.